Demokratie 4.0, kommt die Rettung aus der Zivilgesellschaft. Warum dieser Titel, warum diese Veranstaltung? Das Wort Rettung legt nahe, dass hier irgendwer oder irgendetwas gerettet werden muss. Steht es wirklich schon so schlecht um die Demokratie? Und warum das 4.0? Das 4.0 steht für Digitalisierung, für unsere Erwartungen, die wir mit der Entwicklung der Digitalisierung verbinden. Und wie wir alle wissen und auch schon erfahren haben, bringt die Digitalisierung nicht immer nur Gutes mit sich. So wie viele Dinge sind damit Chancen, aber auch Gefahren verbunden. Und gerade jetzt auch in Vorwahlzeiten gibt es manche, die vehement mehr direkte Demokratie fordern. Und ohne genauer zu erklären, in der Regel, was sie darunter verstehen, oder vielleicht nur mit dem Hinweis versehen, dass sie verpflichtende Volksabstimmungen haben wollen. Und ich denke, da kommt die Zivilgesellschaft ins Spiel, weil wir aufgerufen sind, entweder einer Entwicklung zuzuschauen, eine Entwicklung zuzulassen, die wir vielleicht schon in anderen Mitgliedsländern erlebt haben, wo Volksabstimmungen oder Volksbefragungen zu eher fragwürdigen, oft offen manipulativen Zwecken verwendet werden. Oder ob wir wollen, dass Digitalisierung, die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, nutzbar gemacht wird, um unsere demokratische Verfassung zu bewahren, unsere demokratischen Institutionen und Prozesse auszubauen und weiterzuentwickeln. Hier muss man unweigerlich ein sehr schwieriges Wort ins Spiel bringen, nämlich die deliberative Demokratie. Ich weiß kein besseres dafür. Ich habe verstanden, es heißt so viel wie, bevor man etwas entscheidet oder seine Meinung abgibt, noch einmal drüber nachdenken, sich informieren, sich mit anderen Menschen auszutauschen, gehört zu werden, schlussendlich sich etwas zu überlegen, bevor man entscheidet. Und das ist das, was wir, glaube ich, was wir alle wollen, wenn wir an einer lebendigen, an einer starken Demokratie interessiert sind. Wir sind aufgerufen, in 3 Wochen den Kurs dieses Landes zu bestimmen für die nächsten paar Jahre. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir heute Nachmittag später noch nach der Pause 2 Regierungsmitglieder hier haben werden, zugleich auch Vertreter von 2 wahlwerbenden Parteien, denen wir genau diese Fragen stellen können. Ich würde an dieser Stelle sehr gerne auch unseren Gast aus Deutschland begrüßen. Sie ist noch nicht eingetroffen, sie ist aber schon in Wien, ich weiß es, weil wir waren gerade zusammen kurz. Und sie wird also, glaube ich, versuchen, jetzt gleich einmal hier auch zu uns stoßen und uns von ihren Erfahrungen in Baden-Württemberg berichten. Das ist die Gisela Erler, die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Stuttgart. Und wen ich aber schon begrüßen kann, in aller gebotenen Form, ist die Frau Abgeordnete zum Nationalrat, jetzt sehe ich sie gerade nicht, Aleph Koron ist da, danke fürs Kommen. Die Jennifer Kickert, Mitglied der Wiener Stadtregierung, sollte auch schon da sein, wird später noch eintreffen. Wenn ich sonst jemanden jetzt übersehen habe von den Honorationen. Ah, Penny Bayer sitzt ganz hinten, Entschuldigung. Eine alte Freundin der Zivilgesellschaft und unserer zivilgesellschaftlichen Organisationen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie da sind. Ich hatte gerade Gelegenheit, kurz mit dem Vorsitzenden des Bundesrats zu sprechen, der sich auch entschuldigt, leider wegen anderer Termine. Und ich habe gesagt, naja, also der Saal hätte 200 Personen gefasst und jetzt sind wir gerade mal ein bisschen über 100. Und er war ganz erstaunt und gesagt, ja, das ist eh toll, ja, weil wenn Sie in den Bundesländern Veranstaltungen machen zu dem Thema, da kommen manchmal nur 5. Also danke, Hochachtung dafür, dass Sie da sind, dass Sie sich an der Diskussion über dieses schwierige Thema beteiligen. Das macht uns Mut, gibt uns Hoffnung, dass wir ja nicht auf eine falsche Karte gesetzt haben mit dieser Prioritätensetzung.
wenn ich auch begrüßen kann, ich war kürzlich in einem Konzert, da hat der Musiker gesagt, ich habe mir vorgenommen, heute das Wort Empfangsgeräte zu verwenden. Das kann ich an dieser Stelle auch tun. Herzlich willkommen alle an den Empfangsgeräten zu Hause, weil wir erstmals diese Veranstaltung auf live streamen und über Facebook. Ich weiß nicht, ob uns der Kollege dann sagen kann, wie viele Menschen uns auch zuschauen und uns verfolgen. Ich denke, wenn man auch über Demokratie 4.0 redet, dann ist es das Mindeste, dass wir auch diese technische Möglichkeit nutzen für unsere Zwecke. Mein Name ist Franz Neundörfel, ich habe mich noch nicht vorgestellt, Geschäftsführer der IGO, Interessenvertretung gemeinnütziger Organisationen. Und wir haben uns vorgenommen, den gemeinnützigen Organisationen in diesem Land die Beachtung und die Wertschätzung zu verschaffen, die sie unserer Meinung nach verdienen. Auch wenn es um die Entwicklung der Demokratie geht und ihre Rolle dabei. Wir tun das auch seit kurzem in einem Bündnis für Gemeinnützigkeit, in dem inzwischen mehr als 1.000 gemeinnützige Organisationen mit rund 100.000 Beschäftigten zusammengeschlossen sind. Das heißt, wir haben mehr denn je jetzt auch die Möglichkeit, uns Gehör zu verschaffen. Und wir haben uns in einem doch sehr sorgfältig und über fast 2 Jahre währenden Prozess darauf geeinigt, dass es eine Priorität für uns gibt, etwas, das uns alle verbindet. Und das ist genau das Thema der demokratischen Entwicklung und unserer Rolle dabei und die Möglichkeiten der Beteiligung, die unsere Mitglieder haben. An der Stelle möchte ich meine Kollegin Brigitte Papst von der Akademie der Zivilgesellschaft übergeben, die dankenswerterweise mit uns gemeinsam diese Veranstaltung durchführt, uns auch die Räumlichkeiten hier zur Verfügung stellt und uns logistisch unterstützt. Vielen Dank. Danke. Schönen Nachmittag auch von mir. Die Akademie der Zivilgesellschaft ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, die zivilgesellschaftliche Initiativen bei ihrem Start unterstützt. Und ich freue mich, ich habe schon einige Absolventen, Absolventinnen gesehen, ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich auch, dass wir wieder gemeinsam diese Veranstaltung hier machen können. Und habe es übernommen, sie organisatorisch durch diesen Nachmittag zu führen. Und die Veranstaltung, damit möchte ich auch gleich beginnen, die Veranstaltung hat 3 wesentliche Teile. Das erste Panel, Theorie und Praxis der politischen Beteiligung, mit dem starten wir. Darauf folgt ein kurzes Interview über die Ergebnisse einer Befragung. Und darauf folgt das zweite und letzte Panel, das abschließende Panel mit den Politikern, miteinander reden, Zivilgesellschaft und Staat im Dialog. Zwischen dem Interview und dem zweiten Panel wird es eine Kaffeepause geben, die ist da draußen. Und um 16.30 Uhr wird es danach wieder weitergehen. Der Schluss dieser Veranstaltung ist überpünktlich um 17.45 Uhr, weil es, der Franz Neundörfel hat es schon angesprochen, in Zeiten, in Vorwahlzeiten viele Veranstaltungen gibt und auch viele Termine von Politikern. Aber wir dürfen Sie nachher einladen auf ein Glas in die Strandbar Hermann, die gleich hier nebenan ist. Und dafür gibt es auch Gutscheine, die schauen so aus. Und wir bitten Sie, diese in der Pause beim Empfang abzuholen. Und dann können wir in lockerer Atmosphäre noch ein bisschen plaudern. Wir werden am Ende der Veranstaltung diesen Eingang auf der Südseite öffnen, weil dann stehen Sie schon vor dem Lift, der Sie direkt auf die Straße zur Strandbar Hermann bringt, weil es doch einige Herrschaften gibt, die nicht aus Wien sind und dann können Sie sich auch nicht verirren. Und sind Sie schon in der Zielgeraden. Den Livestream hat der Franz Neundörfel schon erwähnt. Falls Sie in Ihrem Umfeld jemanden darauf aufmerksam machen möchten, Sie finden ihn auf der Facebook-Seite der IGO. Also wenn Sie einfach von Ihrem eigenen Facebook-Account die IGO suchen, gibt es ein Posting, das Sie einfach teilen können. Falls Sie nicht auf Facebook sind, facebook.com
/ego kommen Sie auch auf diesen Link und dann können Ihre Kollegen, Kolleginnen in den Büros eben Sie verfolgen, wenn Sie das möchten. So, das war ein organisatorischer Teil und hiermit übergebe ich wieder an den Franz Neuteufel. Okay, danke schön. Mir bleibt jetzt nur noch meine Kollegin Romy Grasgruber-Kerl vorzustellen, die das erste Panel moderieren wird. Ein paar Worte zur Romy. Sie ist seit 2012, also seit 5 Jahren jetzt bei der IGO. Ich erzähle jetzt nicht ihre ganze zivilgesellschaftliche Karriere davor, aber sie ist jetzt intensiv beschäftigt genau mit dem Thema Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie leitet aktuell ein Projekt mit dem Titel Transparenz und Partizipation im Rechtsetzungsprozess. Ein Projekt, das die IGO gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt Abteilung 3.9 und der Donau-Universität Krems durchführt. Ich darf in der Gelegenheit auch die Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Aus dem Bundeskanzleramt, Frau Sektionschefin Angelika Flatz ist da, Kollege Alexander Grünwald. Ein sehr spannendes Projekt, von dem wir später auch noch erste Ergebnisse hören werden vor der Pause. Und damit übergebe ich an dich, Romy, dass du unsere Gäste des ersten Panels vorstellst. Herzlichen Dank. Ich erlaube mir gleich, auf dem Podium Platz zu nehmen. Sie kennen das vielleicht, dass es nicht immer einfach ist, den eigenen Angehörigen, Verwandten zu erklären, was man beruflich so macht. Und so ist es mir auch ergangen. Mein Vater hat mich bei einem Telefonat gefragt, du Romy, was machst du jetzt beruflich, womit beschäftigst du dich eigentlich? Und ich habe erzählt, ja, mit Partizipation und Transparenz und habe von unserem Projekt erzählt. Und er hat gesagt, aha. Und 2 Telefonate später sagt er, du Romy, also mit Partizipation, also mit dem Begriff, mit dem kann ich nichts anfangen. Und es war für mich recht interessant zu sehen, wie außerhalb meiner eigenen kleinen Welt und Blase dieses für mich so wichtige Thema ankommt. Und dann hat er gesagt, hilfreicherweise, ich habe diesen Begriff jetzt gegoogelt und eigentlich heißt das Öffentlichkeitsbeteiligung. Könnt ihr nicht mehr von Öffentlichkeitsbeteiligung sprechen, dann können euch die Leute auch folgen. Und da muss ich ihm, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, einmal im ersten Recht geben. Und im zweiten sehe ich das auch für unser Panel heute, also für das erste Panel, als eine Hauptaufgabe, dieses komplexe Thema, der Franz Neuteufel hat auch gemeint, schwieriges Thema, konkret fassbar zu machen. Das heißt, einen Einstieg zu bieten, auch für das zweite Panel. Und das Thema wirklich fassbar zu machen, konkret und anschaulich auch zu beschreiben. Und um zu gewährleisten, dass die interessantesten Fragen heute auch wirklich gestellt werden, haben wir ein Format gewählt, das Fishbowl-Format, kennen wahrscheinlich auch einige von Ihnen. Mir gefällt mittlerweile das deutsche Goldfischglas-Methode auch ganz gut. Sie müssen sich vorstellen, wir, also meine Gäste und ich, wir sitzen in einem Goldfischglas und führen eine Diskussion. Und wenn Sie sich beteiligen möchten, dann kommen Sie bitte zu einem der beiden Mikrofone in unser Goldfischglas und diskutieren Sie mit uns mit. Und wenn Sie fertig sind und Ihren Beitrag geleistet haben, dann können Sie dem Nächsten oder der Nächsten die Möglichkeit geben, sich auch zu beteiligen. Bevor wir aber in diesen partizipativeren Teil des ersten Panels kommen, möchte ich noch eine kleine Einführungsrunde machen mit meinen Gästen. Wir haben sehr interessante Gäste heute eingeladen, um eben das Thema Partizipation, Öffentlichkeitsbeteiligung fassbarer zu machen. Als erstes möchte ich zu mir bitten Gabriele Gerbersitz. Sie ist Geschäftsführerin der IG Kultur, Vorsitzende der UNESCO-Arbeitsgruppe Kulturelle Vielfalt und außerdem Mitglied im Vorstand der IGO und in der Steuerungsgruppe des Bündnis für Gemeinnützigkeit. Und sie hat viele Jahre Erfahrung mit dem Thema Partizipation, war in partizipativen Prozessen national und international involviert. Und ich würde dich bitten um einen Aufriss des Themas, um eine Begriffsklärung und dass du uns aus deiner Sicht erzählst, was es so gibt in Österreich aus NPO-Perspektive. Ah ja, und ich soll unbedingt, das hat ein ganz wichtiger Punkt, die Gabriele Gerbersitz ist sehr spontan eingesprungen, dankenswerterweise für die Martina Handler, die erkrankt ist. Mhm. Vielleicht dürfen wir das von der Brigitte Papst haben. Das Mikrofon. Aha.
Vielleicht ist das geht. Okay. Das heißt, ich trage heute meine Nachtarbeit vor. Ich werde jetzt zuerst einen kurzen und sicher unzureichende Einführung in das Thema geben, Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation, politische Beteiligung, und dann ein paar gelungene und weniger gelungene Beispiele in groben Umrissen ausbreiten. Und die sollten dann Unterlage genug sein für eine Diskussion und für eine Beteiligung hier. Wir sprechen hier zwar über politische Beteiligung mit speziellem Fokus auf NGOs, und es gibt eben auch die mit den unorganisierten Bürgerinnen, und manchmal überschneiden sich die beiden Dinge oder sie vermischen sich. Also sie müssen oft in Überschneidungen leben, Beteiligungsprozesse. Viele Verwaltungseinheiten und politische Funktionsträgerinnen sind ja der Meinung, die alleinige Handlungs- und Problemlösungskompetenz in ihren Zirkeln verdichtet zu haben und wollen weniger die Bürgerinnen hören, obwohl man hier dann dieses kollektive Wissen abholen könnte. Und je weiter sie entfernt sind von den Bürgerinnen, desto offener sind sie. Das heißt, je näher sie an den Bürgerinnen dran sind, desto eher glauben sie, ohnehin alles zu wissen und das Wissen nicht abholen zu müssen. Das ist in der Regel so. Es gibt natürlich Ausnahmen, die sind dann feier- und bestaunenswert. Und da finden sich auch einige auf der Website www.zukunftsorte.at, wo es um Beteiligungsprozesse von Gemeinden geht, die mit den Bürgerinnen, also nicht mit den NGOs, aber mit den Bürgerinnen sehr interessante Projekte umgesetzt haben. Bei den Beteiligungsprozessen gibt es bestimmte Vorteile, die ich jetzt hier nochmal anführen will. Also man nutzt die kollektive Intelligenz, um eine Lösung anzustreben, und gleichzeitig erhöht man aber dann auch die Akzeptanz dieses Ergebnisses. Dabei gibt es einen Nebeneffekt, der mit medialen Mitteln jetzt kaum mehr herzustellen ist, nämlich es kommt zu einem Vertrauensverhältnis zwischen den Politikerinnen und den Bürgerinnen oder den NGOs, die eben hier gemeinsam an einer Lösung gearbeitet haben. In diversen Handbüchern zur Partizipation finden sich 5 Punkte, die eigentlich völlig banal sind, aber dann doch nicht eingehalten werden, wenn verschiedene Institutionen beginnen, Partizipationsprozesse zu starten, die aber essentiell sind, damit diese auch gelingen können. Und so banal es klingt, aber der oder die politischen Entscheidungsträgerinnen müssen hinter dieser Öffentlichkeitsbeteiligung stehen. Manchmal ist das nur eine Maske und dann scheitert der Prozess natürlich auch sofort. Das zweite, genauso banal, es muss die Menschen überhaupt interessieren. Also es muss am Kerngeschäft der NGOs sein oder es muss die Bürgerinnen interessieren, sonst kommen sie natürlich nicht. Und ganz wichtig, es muss überhaupt noch einen Gestaltungsspielraum geben. Oft kommen sie bereits mit fertigen Produkten und wollen die dann nur mehr abgesegnet haben. Das möchten die Leute, die sich dann beteiligen, eigentlich auch nicht. Ja, man möchte ja mitbestimmen. Wichtig ist auch, dass die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Also Zeit, Personal, Geld, und zwar sowohl auf Seiten der Verwaltung, weil auch für die ist es schwer, solche Prozesse zu moderieren und dann diese redaktionelle Arbeit durchzuführen, aber auch auf Seiten der NGOs, weil das Kerngeschäft der NGOs ist ja meistens ein ganz ein anderes und nicht, sich in so komplexe Gesetzesmaterien jetzt hineinzuarbeiten. Und wenn dann nach einem Beteiligungsprozess, selbst wenn der erfolgreich war, nicht den Menschen erklärt wird oder den NGOs, was denn jetzt umgesetzt wird, wie und was, warum nicht oder wann umgesetzt wird, also eine ordentliche Dokumentation und Evaluation stattfindet, dann wird sich auch niemand beim nächsten Mal mehr beteiligen. Das sind so die Dinge, die ganz wichtig sind, also eine gewisse Verbindlichkeit der gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse und Entscheidungen. Und die sind auch die größte Herausforderung, denn oft kommt es in so einem Prozess zu unlösbaren Konflikten. Und die müssen dann ausmoderiert werden. Das gibt es und dem sollte man sich auch stellen. Und die zweite große Herausforderung ist, dass eben Politikerinnen Angst vor Machtverlust haben, wenn sie Entscheidungen scheinbar abgeben. Weil eigentlich wird ja nicht die Entscheidung abgegeben, sondern der Findungsprozess. Und die Entscheidung bleibt ja dann doch immer in der Politik. Ich führe jetzt nur die 3 Begriffe an, um die sich es oft dreht. Es gibt also diese kooperative Öffentlichkeitsbeteiligung, wo man mitbestimmen kann. Die konsultative, das kennen die meisten von uns, man gibt eine Stellungnahme zu irgendwas schon Fertigem ab.
und dann die informative. Da darf man dann nur mehr informiert werden. Und auf die Frage, wo stehen wir jetzt in Österreich, habe ich auch so unvollständige Blitzlichter und ich mache das immer ganz gern so von oben hinunter, so im Stufenbau. Also es gibt die Aarhus-Konvention, über die hätte wahrscheinlich die Kollegin, die krank geworden ist, länger gesprochen, die sich halt auf die Umweltangelegenheiten bezieht und sicher ein Meilenstein war im Beteiligungsverfahren in Österreich und eine Verbesserung im Umweltbereich für Bürgerinnen und für den Zugang zu Informationen gestaltet hat. 2008 hat auch das Parlament eine Empfehlung verabschiedet, und zwar so Standards der Öffentlichkeitsarbeit, die sie ihren Verwaltungskörpern halt mitgibt, die man vielleicht einhalten sollte, wenn man es gescheit machen möchte. Ganz aktuell gibt es im Bundesrat, also Sie sehen, ich gehe mal ins Tiefe, das Grünbuch Digitalisierung und Demokratie, wo es auch um Partizipation geht. Die Personen, die das im Wesentlichen angestoßen haben, sind dann auch im Publikum. Vielleicht wollen die dann auch noch was dazu sagen. Dieses Thema hätte man auch gerne im Nationalrat breiter, also die Zivilgesellschaft hätte das auch gerne im Nationalrat breiter diskutiert gehabt, aber so intensiv wollten sie sich dann nicht damit auseinandersetzen. Im Bundesrat ist es ganz gut gelandet. Landesebene, da erzähle ich immer ganz gern das Land Vorarlberg, das hat bereits seit 1999, und das ist jetzt wirklich lang für dieses Thema, dieses Büro für Zukunftsfragen, das drei Schwerpunkte hat, und eines davon ist eben Bürgergesellschaft, wo sie die Gemeinden oder auch die Menschen und Gruppen unterstützen bei Beteiligungsverfahren, wo man dort alle Informationen und so. Und die Vorarlberger haben ja jetzt auch vor kurzem die Möglichkeit von Bürgerinnenräten geschaffen, also dass man überhaupt mal gesetzlich die Möglichkeit hat, in einer Gemeinde das einzuführen. Das ist auf große Resonanz gestoßen, und nur um diese Angst davor von Politikern ein bisschen zu veranschaulichen, das ist relativ neu und ist so weit weg über dem Adelberg, und am 4. Mai hat aber im Wiener Landtag, also in einer Gemeinderatssitzung der SPÖ-Kultursprecher Folgendes gesagt: Der Bürgerrat ist kein demokratisch legitimiertes Gremium. Die einzigen wirklich demokratisch legitimierten Gremien, die es für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gibt, sind die demokratisch gewählten Bezirksvertretungen und der demokratisch gewählte Gemeinderat. Hier werden wir auch entscheiden. Das ist nicht falsch, ja, aber man kann es auch anders sehen, und ich bin da eher geneigt, dem Westen recht zu geben, dass die Entscheidung findet natürlich im Gemeinderat statt, aber so ein Bürgerinnenrat ist ein wichtiges Instrument, Entscheidungen vorzubereiten. Ich habe dann gestern noch nachgesehen auf den Informationsseiten des Gemeindebundes und des Städtebundes. Das sind wichtige Vernetzungstools. Da findet sich entweder nichts oder eher trockene rechtliche Hinweise, wie das zu implementieren, wie es überhaupt ginge, die nicht sehr motivierend wirken, ja, und dann auch ganz versteckt in einer Zeitschrift beim Gemeindebund irgendwo zu finden sind, wobei so Suchwörter wie Bürgerbudget, da erscheint dann schon mal gar nichts mehr, aber das ist ja dann schon die höheren Weine. Ja. Ja. Zum Schluss ein paar Beispiele, und auch hier wieder im Stufenbau. Bei der UNESCO ist es so, da können sich auf Plattformen NGOs eintragen zu bestimmten Themen. Und dann sind sie notiert und man weiß, zu welchem Thema. Und wenn dann die UNESCO ein Dokument erarbeiten möchte, fordert sie diese Organisationen, diese NGOs, die sich da eingetragen hat, auf, Berichte, Kommentare, Ideen und so weiter zu schicken. Aufgrund dieser Unterlagen erarbeiten die Angestellten in der UNESCO dann die Dokumente, die dann bei den Versammlungen den Staaten vorgelegt werden. Und selbst bei diesen Sitzungen sind die NGOs anwesend und dürfen, bevor die Diskussion mit den Staaten beginnt, nochmal zu diesem fertigen Papier eine Stellungnahme abgeben. Und ich habe mir sagen lassen, ich war noch nicht dabei, ich habe mir sagen lassen, dass dann tatsächlich auch an den Dokumenten noch gearbeitet wird. Also die Staaten bringen dann Änderungsanträge ein, die auch noch in der Sitzung hineingearbeitet werden. Und die können sich natürlich auch auf die Stellungnahmen der NGOs beziehen. Das ist vielleicht ein sehr schönes Beispiel, wie es gehen kann. Sie wissen alle, auf der EU-Ebene gibt es Online-Konsultationsprozesse, die auch ein gewisses Wissen erfordern, und wo es bei der Umsetzung, also wie das dann hineinfließt in tatsächlich die Dokumente der Kommission,
Also ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben offen und Entwicklungspotenzial, dass das ein bisschen transparenter ist. Aber immerhin, man kann Stellungnahmen abgeben. Und jetzt noch so zum Schluss, über die europäische und auch die UN-Ebene kam im Kulturbereich, in dem ich arbeite, überhaupt erst Beteiligung in die Politik, in die Kulturpolitik. Das war für uns das erste Mal 2001 über das internationale Jahr der Freiwilligenarbeit. Das wissen vielleicht manche von Ihnen, sind da drinnen. Unter Einbindung der NGOs haben wir das damals mit dem Ministerium gestemmt und nachhaltig hat sich daraus der Freiwilligenrat entwickelt. 2008 war das Jahr, das EU-Jahr des interkulturellen Dialogs und das Unterrichtsministerium war damals beauftragt mit der Umsetzung und hat ein Nationalkomitee mit NGOs, das war der Auftrag, mit NGOs eingerichtet. Interkultureller Dialog ohne eine einzige Person aus einem interkulturellen Zusammenhang, worauf es heftige Proteste der NGOs aus dem Kulturbereich gab, was dazu führte, dass 2009 im EU-Jahr zur Innovation und Kreativität die NGOs aus dem Kulturbereich gar nicht mehr eingeladen wurden. Das spiegelt das fundamentale Problem, nämlich die Angst vor Kritik, also vor Machtverlust und kritischen Situationen in so einem Prozess, mit dem man noch nicht weiß, wie man umgehen soll. Ja. Schließen möchte ich mit einem wirklich wunderbaren Beispiel aus Salzburg. Salzburg arbeitet, das ist ganz aktuell, an einem Kulturentwicklungsplan, völlig offen, auf der Website eingeladen, über Mailinglisten. Es durfte jeder und jede teilnehmen, selbst wenn man nicht Salzburger war. Es gab 9 regional ganz verteilte Workshops, an denen sehr, sehr viele Menschen teilgenommen haben. Wer nicht teilnehmen konnte, wer halt nicht mobil genug ist oder ähnliches, konnte eine Stellungnahme auf der Website abgeben. Und der erste Workshop fand im Jänner 2017 statt und der letzte im Juni 2017. 2100 Ideen wurden gebündelt und geclustert und Maßnahmenvorschläge gemacht. Im September jetzt wurden die intern diskutiert und daraus ein Rohentwurf. Und wenn es gut geht, und ich hoffe, dass geht sich noch aus wegen den Wahlen. Und im Oktober soll eine Erstfassung nochmal zur Diskussion gestellt werden. Ich war bei einem dieser Workshops dabei und konnte erleben, wie motiviert und zufrieden die Beteiligten hinausgegangen sind. Ich konnte erleben, dass der zuständige Landesrat die ganze Zeit zuhörend anwesend war. Das war angeblich bei allen 9 Workshops. Also wenn man zurückgeht jetzt auf das, was ich gesagt habe, was wichtig ist, ja, und es war ständig dokumentiert auf der Website. Jedes Ergebnis eines Workshops war 2 Tage später bereits auf der Website mit, also geclustert, Fotos, Ergebnissen, Ankündigung des nächsten Workshops. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt auch entsprechend schön umgesetzt wird. Ich kann aber auch hoffen, dass die Verwaltungskörper vielleicht von diesem guten Beispiel auch was lernen wollen. Von Seiten der NGOs möchte ich jetzt schließen mit dem Appell, also wir beschäftigen uns inhaltlich seit Jahrzehnten immer mit unseren jeweiligen Aufgaben und sammeln das Wissen in den Organisationen. Die Parlamente, die Landtage und die Gemeinderäte setzen sich alle paar Jahre neu zusammen, haben dabei einen hohen Kompetenzverlust. Sie wären gut beraten, sich jedes Mal dann wieder an uns zu wenden und dieses Wissen abzuholen. Danke. Definitiv, danke. Danke für die Einführung und auch, dass du mir für die Moderation schon so eine schöne Brücke gelegt hast zum Josef Hörmendinger vom Salzburger Landtag, den ich jetzt zu uns aufs Podium bitten möchte. Er ist Jurist in der Landtagsdirektion Salzburg im Bereich Rechts- und Informationsdienst, hat Rechtswissenschaften in Salzburg und Kyoto studiert und Friedens- und Konfliktforschung in Hagen. Er ist seit dem Jahr 2001 im Salzburger Landesdienst und dort verantwortlich gewesen auch für die Durchführung der Enquete-Kommission des Landtags für Teilhabe, Mitbestimmung und direkte Demokratie und für den ersten landesweiten Bürgerinnenrat, der, sofern ich jetzt das richtig im Kopf habe, 2014 stattgefunden hat. Wie ist es seitdem weitergegangen? Was ist, also erstens, möchten Sie noch was zum Kulturentwicklungsprogramm sagen, das die Gabi Gerbersitz jetzt schon vorgestellt hat? Und was ist eigentlich seit diesem ersten landesweiten Bürgerinnenrat passiert? Ja, danke für die Einführung und danke für die Einladung hier nach Wien, Salzburg ein bisschen präsentieren zu dürfen in einer so erlauchten Runde. Das ist eine große Auszeichnung für uns. Kultur, das habe ich tatsächlich nicht gekriegt, muss ich gestehen. Freut mich sehr, dass das Beispiel gekommen ist.
ist aber nur eins von einigen Beispielen, die wir im Anschluss an den erwähnten Bürgerrat dann tatsächlich in Salzburg gemacht haben. Der erste Bürgerrat war tatsächlich einer, den wir vom Landtag aus gemacht haben, um die Enquete-Kommission Demokratiereform von den Bürgerinnen und Bürgern selbst begleiten zu lassen. Das heißt, die Enquete-Kommission ist dann selbst, hat sich zunächst einmal präsentieren lassen, was ist ein Bürgerrat eigentlich. Da ist uns auch der Dr. Hellriegel aus Vorarlberg zur Verfügung gestanden und die Rita Tratnik. Und die Abgeordneten waren dann so begeistert von dieser Art des Fragenstellens und Miteinanderredens, dass sie dann gesagt haben, wir möchten in Zukunft die gesamte Enquete-Kommission, egal mit welchem Thema sie sich beschäftigt, in diesem Format, Dynamic Facilitation heißt es, spezielles Moderationsverrat für Bürgerräte, moderiert haben und haben sich dann zusammengesetzt. Eine Runde war Dynamic Facilitation, wo man überlegt hat, warum bin ich da, was ist mein Interesse, was möchte ich erreichen. Die politische Entscheidung freilich am Ende des Tages ist dann wieder in einem politischen Gremium gefallen. Da ist dann die Parteienlogik wieder hereingekommen, da ist auch wieder die Machtlogik hereingekommen, aber Entscheidungen beinhalten nun einmal Macht. Wichtig war für uns zu erkennen, dass Abgeordnete von Parlamenten sehr wohl daran interessiert sind, ihre eigene Arbeitskultur zu verändern. Da ist überall Potenzial da. Da kann dann der Christoph Konrad sicher auch noch was dazu sagen, mehr als ich möglicherweise sogar. Wir hatten dann nach diesem Bürgerrat zur Enquete-Kommission Demokratiereform, der sich jetzt mit Partizipation in erster Linie beschäftigt hat, noch einen zum neuen Landesmobilitätskonzept und noch einen zur Integration von Asylsuchenden. Also ein sehr, sehr heißes Thema, ein eher strukturelles Thema. Beide sehr erfolgreich als Bürgerräte im Ergebnis. Das ist sozusagen, das sind die Spitzen der Eisberge, die da ein bisschen herausschauen. Das mit der Kultur habe ich, wie gesagt, gar nicht mitbekommen. Was man merkt, ist, dass diese Landesregierung anders an das Thema Partizipation herangeht, als bisher im Land Salzburg üblich war. Mhm. Was ich auch noch fragen wollte, war, was war der Beweggrund? Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass das tatsächlich von den Abgeordneten selbst kam. Das heißt, dass die Motivation von den Abgeordneten selbst kommt. So als eine Empfehlung, gibt es erstens etwas, was die Bundesebene von der Landesebene lernen könnte? Und gibt es auch eine Empfehlung an den dritten Sektor, wie wir solche Formate weiter fördern, forcieren können, Abgeordnete dazu bringen können, da mehr Offenheit zu haben oder sich auch mehr dafür einzusetzen? Ich glaube, dass Abgeordnete grundsätzlich offen sind, wenn es darum geht, ihren demokratischen Auftrag zu klären. Abgeordnete sind, wie die allermeisten Politiker in Österreich, das ist meine persönliche Erfahrung, weitaus besser als ihr Ruf, leider. Also leider haben sie einen schlechten Ruf. Die Politiker, die ich kennengelernt habe, die Abgeordneten, die ich kennengelernt habe, waren teilweise händeringend darum bemüht, mit der Gesellschaft in Kontakt zu kommen. Natürlich müssen sie am Ende des Tages eine Wahl gewinnen. Über diese Rahmenbedingungen muss man sich ja auch diskutieren in einer Demokratiereform. Wie geht das vonstatten? Wie finde ich zu Konsensen in einer Gesellschaft? Das ist möglicherweise ein Stimmzettel mit 5 bis 6 Möglichkeiten nicht die ideale Form. Darum gibt es eine Deliberation, weil man da die Bandbreite deutlich erhöhen kann. Aber alle haben sich bemüht, besser mit ihrer Umgebung, mit den Umwelten, die für sie relevant sind, in Kontakt zu kommen. Da glaube ich, rennt man in den allermeisten Fällen offene Türen ein. Mhm. Was man sich, glaube ich, nicht erwarten sollte, ist, dass man die Begegnungskultur von einem Tag auf den anderen ändert. Die meisten hierherinnen werden irgendwo in einer größeren Organisation wahrscheinlich selber tätig sein. Und wenn wir uns vorstellen, wir müssten in unseren respektiven Organisationen die Begegnungskultur, die Art der Zusammenarbeit, über was geredet wird, wie geredet wird, die Machtgefälle, die in jeder Organisation existieren, neu verhandeln und müssten jetzt innerhalb kürzester Zeit mit etwas völlig anderem daherkommen,
so funktionieren halt große Systeme nicht. Und in Salzburg stand am Anfang ein Skandal, der vor allem zwei Dinge bewirkt hat. Er hat den Vertrauensvorschuss, den Menschen normalerweise in ihre Institutionen haben, stark erschüttert. Also am Schluss ist, angefangen vom Salzburger Landtag über den Rechnungshof der Republik Österreich bis zum Landesrechnungshof, jede Organisation, die sich mit Kontrolle und Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit beschäftigt, nicht gut dagestanden, nachdem was als Salzburger Finanzskandal dann in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Und dieser Vertrauensverlust hat dann auch dazu geführt, dass man in Neuwahlen gegangen ist und dass die Karten neu gemischt wurden und dass bei allen Parteien nach diesen Neuwahlen die Bereitschaft da war, sich auf so ein Wagnis einzulassen. Mhm. Und auch nach der Wahl sozusagen jetzt in erster Linie wenig mehr zu gewinnen war, als in Wirklichkeit zu verlieren. Und das hat den Raum geöffnet für diese Art von Experimenten. Vielen Dank. Sie haben den Christoph Konrad schon angesprochen, den würde ich jetzt bitten, unser Panel zu vervollständigen. Dr. Christoph Konrad ist Abteilungsleiter der parlamentswissenschaftlichen Grundsatzarbeit beim rechtslegislativen wissenschaftlichen Dienst der Parlamentsdirektion. Er hat viele Studien absolviert, Geschichte, politische Philosophie, Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften in Wien und London. Hat den Österreich-Konvent dokumentiert und verschiedene Funktionen in der Parlamentsdirektion inne gehabt. Zu den Themen Demokratie, Verfassungsrecht, Verfassungsreform, Politik und Verwaltung haben Sie viele Veröffentlichungen und Vorträge gehalten. Ich würde Sie gern fragen, wenn wir an das Thema Öffentlichkeitsbeteiligung denken, vor welchen Herausforderungen steht da das Parlament, das österreichische Parlament, aber auch die repräsentative Demokratie insgesamt und auch Parlamente in anderen Ländern? Ja, danke für die Einladung und die Einführung auch. Es ist jetzt vom Josef Hörmann-Dinger, sind schon ganz zentrale Herausforderungen angesprochen worden, die ich vielleicht sogar noch ein bisschen zuspitzen würde. Und die Abgeordneten, die jetzt hier sind, werden es jetzt verzeihen. Aber ich beziehe mich da auch auf eine weltweite Studie oder Untersuchung von Abgeordneten, wo große Herausforderungen liegen. Und da wird ganz oft genannt, dass man als Politikerin und als Politiker nicht mehr so leicht begründen kann, warum man sich in Kompetenzen und Wissen von jenen unterscheidet, die man vertreten soll. Und das zu erleben, warum bin ich als Politikerin oder als Politiker noch herausgehoben, was zeichnet mich vor anderen aus und wie gehe ich damit um, dass andere in bestimmten Bereichen vielleicht mehr Wissen und mehr Erfahrung haben als ich. Und was heißt das dann für eine Institution? Und da kommt dann was Zweites dazu, und das möchte ich an einem kurzen Beispiel vielleicht illustrieren. Es hat ja vor einiger Zeit eine Enquete-Kommission auch im Nationalrat gegeben, und da waren das erste Mal Bürger, die sich selbst gemeldet haben und die dann ausgesucht worden sind dabei. Und die ganze Sache hat meistens im Sitzungssaal des Bundesrates stattgefunden oder im Sitzungssaal des Nationalrates. Das heißt also, alle für die Politikerinnen und Politiker dabei, das gewohnte Terrain, und man hat sich dementsprechend so verhalten, wie man es immer tut. Also man redet so, wie man immer redet an dem Rednerpult. Und in der zweiten Sitzung hat eine dieser Bürgerinnen gesagt, was das hier eigentlich soll. Sie kennt aus ihrer Arbeit ja ganz andere Formen, miteinander zu diskutieren, miteinander zu reden, über Ideen zu finden, vielleicht was zu hinterfragen, und jetzt stehen alle hier und geben halt irgendwelche Statements ab und am Schluss geht man wieder nach Hause. Das wurde dann aufgenommen mit, das ist jetzt wirklich ein sehr interessanter Punkt gewesen und wir werden darüber nachdenken. Und das war es dann. Und ich glaube, da zeigt sich aber eines, dass man schon die Probleme, also wie das der Josef auch gesagt hat, erkennt, aber dass wir stark in Institutionen gefangen sind und die Arbeitsweise von Parlamenten
oft nur schwer verstanden werden kann, überhaupt auf vieles im staatlichen Bereich und sich sehr von dem unterscheidet, was halt schon im Bereich von zivilgesellschaftlichen Initiativen passiert, was aber auch im Bereich von Unternehmen, vor allem von großen Unternehmen passiert. Und das Interessante ist aber, dass man das wahrnimmt, dass da auch was nicht passt, aber dass dann die Lösungsvorschläge, die kommen, oft aus dem 19. Jahrhundert sind. Und das gerade in Österreich stark ist, weil wenn es in Österreich um so Fragen geht, die sich mit politischen Institutionen betreffen, dann fragen Medien in erster Linie Verfassungsrechtsexperten, weil es ist bei uns irgendwie alles immer sehr schnell von der rechtlichen Ebene. Und die kommen dann auch sehr schnell mit so Dingen wie dem freien Mandat daher und dann kommt der Clubzwang und dann kommen schon sehr komplizierte Begriffe, die heute da dieses Ganze prägen. Und das heißt, wir suchen ja, aber auch mit Idealbildern, die man hat, so Bücher, die viel gelesen wurden, wie die Postdemokratie von Colin Crouch, das sind so Parlamentsbilder, die sind schon Jahrzehnte alt und sind in ganz anderen Situationen formuliert geworden und nehmen gar nicht wahr, wie jetzt eigentlich das gesellschaftliche oder das technologische Umfeld ausschaut, in dem wir uns bewegen. Und da sehe ich einfach die große Herausforderung drin, wie man das zusammenbringt und dass wir vielleicht schon erkennen, was bei den Formulierungen aus dem 19. Jahrhundert ganz sinnvoll ist und dass es da manche kluge Gedanken drinnen gibt, aber dass wir auch uns trauen, Antworten unter Gegenwartsbedingungen zu formulieren. Dann eröffne ich jetzt mal das Panel. Ich kann gerne, ich habe genügend Fragen im Petto. Ich wollte nicht zu sehr das Publikum einschränken. Eine wichtige Frage, die ich mir im Vorfeld noch überlegt habe, obwohl es findet sich jemand. Dann hebe ich mir die noch auf, bitteschön. Ja, Wolf Meyer vom Europäischen Dachverband der Dienstleister für Menschen mit Behinderungen. Es gibt sogar einen Bereich in ganz Europa, zu dem sich alle Staaten und die EU verpflichtet haben, nämlich die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen so zu sichern, dass sie in die Entwicklung der Politik die Vertretungsorganisationen einbinden. Das haben alle unterzeichnet. Und das Erstaunliche ist, es wird nie darüber geredet, wie das gehen kann. Es gibt ein gutes Beispiel oder es gibt gute Beispiele. Also ein gutes Beispiel aus Österreich ist die Entwicklung des Erwachsenenschutzgesetzes. Hier ist das gut gelungen. Aber jetzt wäre die Frage, was bedeutet das für andere Ministerien? Wie kann man in ihren Gesetzesvorhaben das machen? Oder für Regionen und Länder, regionale Teilhabeplanung. Wie kann das gehen? Ist etwas, was zu geschehen hat? Es gibt gute Beispiele, aber wir haben keine Diskussion darüber. Und das wollte ich noch einbringen, weil dieses Thema überhaupt nicht hier noch aufgetaucht ist. Es wundert mich, denn wir haben etwa 15% der Menschen in Österreich, die mit einer Behinderung leben, ihre Angehörigen dazu gezählt, dann sind wir etwa bei 30-35%. Also das ist ein gewaltiger Teil der Bevölkerung und wir wissen, viele von denen leiden im täglichen Alltag, wie sie ihre Bürgerrechte und Bürgerinnenrechte gut umsetzen können. Also ich denke, wir sollten diese Frage überall stellen, wie kann das gut geschehen? Mhm. Auf Parlamentsebene soll es ja jetzt auch ein paar Maßnahmen geben, um Partizipation voranzubringen. Es wurde ja das sogenannte kleine Demokratiepaket beschlossen, das ein erweitertes Begutachtungsverfahren zum Beispiel vorsieht. Ist das ein Schritt, der uns weiterbringt, der mehr Partizipation ermöglicht, gerade wenn wir auch berücksichtigen, dass sehr viele Gesetze, wie der Kollege auch gesagt hat, also dass sehr viele Gesetzesentwürfe in Ministerien erarbeitet werden. Also ist das was uns... Ich möchte jetzt vielleicht kurz auf die Frage direkt Bezug nehmen. Ganz am Anfang wurde in Ihrem Statement diese Beteiligung durch Information ein bisschen so abgetan. Das würde ich gerade nämlich in dem Zusammenhang nicht so beiläufig erwähnen, weil auch wenn man sich im internationalen Vergleich anschaut, ist schon mal dieser Zugang zu Informationen etwas, das nicht so ganz selbstverständlich ist.
Und Zugang zu Informationen heißt nicht bloß, dass ich Informationen erlangen kann, sondern dass es auch darum geht, wie können sie verstanden werden. Und da würde ich jetzt schon einmal sagen, dass gerade in dem Bereich jetzt von Seiten der Verwaltung und auch der Parlamentsverwaltung sehr viele Bemühungen gibt in Österreich, nämlich Informationen und auch, wie kann ich mich beteiligen oder wie kann ich etwas über das in Erfahrung bringen, was hier diskutiert wird, dass man sich da sehr darum bemüht, das in einer verständlichen und zugänglichen Weise zu tun. Das ist jetzt zum einen, wenn es jetzt konkret das Thema Behinderung betrifft, mal Barrierefreiheit, zu dem sich der Bund verpflichtet fühlt, aber das ist nicht jetzt nur diese technische Frage der Barrierefreiheit von Webseiten, sondern das ist auch und in zunehmendem Maße ein Bemühen um Sprache und um Verständlichkeit und auch um direkte Auskunft. Also es gibt ja im Bereich der Verwaltung schon sehr viel an Bürgerservice-Stellen. Es gibt die Leiterin des Bürgerservice im Parlament, versteckt sich da hinten, die täglich, also die auch die absurdesten Anrufe mit einer, das ist nicht böse gemeint, aber wirklich, das gibt es wieder, mit einer großen Freundlichkeit und einem Gegenkommen beantworten, einfach dort diese Zugänge ermöglichen. Und das ist schon einmal so eine wichtige Sache, die auch ein gewisses Umdenken zeigt, die allerdings auch halt stark getrieben ist von Menschen, die in der Verwaltung sind. Das andere ist aber dann, wenn es um Prozesse selbst geht und dass etwas erarbeitet wird. Und da gibt es wie auch, ich weiß nicht, wo der Herr jetzt ist, das ist ein bisschen schwierig bei dieser Situation. Das stimmt. Also, da gibt es einfach einzelne Beispiele und ich erlebe das, also wir müssen die Parlamentsdirektion ist eine relativ kleine Einheit, sodass das alle, die dort irgendwas mit einer juristischen Vorbildung oder so sind, die müssen auch in Ausschüssen arbeiten und ich habe seit Jahren den Unterrichtsausschuss. Und ich erlebe es dort immer wieder, wie interessiert die Abgeordneten sind, wenn man wirklich sag mal, Betroffene einlädt. Da waren sehr viele Themen, die ja zum Beispiel diesen inklusiven Unterricht und sowas betroffen und sie das einmal wirklich sehen und erleben. Das ist halt nur etwas, das oft nur in einzelnen Beispielen man sieht, auch weil oft nicht die Zeit bleibt. Und weil es dann auch oft schwierig ist, wie geht die Umsetzung weiter? Und ich glaube, da muss man auch, was Sie jetzt heute erwähnt haben, dass man das Begutachtungsverfahren verbessern möchte. Da sieht man halt eines in Österreich, dass wir zu einem relativ späten Zeitpunkt mit so Vorschlägen hinausgehen, dass das so eine Kultur ist, wo man dann letztlich was Fertiges produziert, wo die Beamten, die so ein Gesetz dann vorbereitet haben, die wissen, jetzt haben wir da schon Wochen oder Monate damit verbracht und wir haben uns auch bemüht und jetzt ist das im Wesentlichen fertig und so schaut es halt auch für viele Menschen aus und so kommt es dann auch daher, weil das sehr technische Texte schon sind, die von Juristinnen und Juristen ausformuliert worden sind, wo man sich schon recht früher überlegt hat, was die Begriffe sind oder wie das aufgebaut ist, in vielen Fällen, in allen natürlich. Ne? Aber und wo es dann schwierig ist, dass Menschen, denen man das sagt, schaut euch das jetzt an und gebt uns eine Stellungnahme dazu, erstens einmal sich schwer tun mit der Art und Weise des Prozesses, aber schwer tun mit dem, wie das ausschaut, nicht nur, weil es sehr klein geschrieben ist. Und auch natürlich die Frage stellt, was kann ich jetzt an dieser Stelle noch beitragen oder wird das zu diesem Zeitpunkt noch angenommen? Es soll jetzt ein bisschen vereinfacht sein, also das ist jetzt seit vergangener Woche, kann man leichter über die Parlamentswebsite Stellungnahmen dazu abgeben und man kann vor allen Dingen auch Stellungnahmen, die andere abgegeben haben, unterstützen. Das mag jetzt vielleicht noch, naja, klingen, aber das ist durchaus ein Schritt, weil man muss sich überlegen, so eine Stellungnahme auch in den kurzen Fristen, die es oft in Österreich gibt, zu erstellen, setzt sehr viele Ressourcen voraus. Und wenn ich jetzt nicht nur, wenn ich jetzt nicht selber das machen muss und sage, hey, da ist schon etwas Gutes da und das unterstütze ich, dann gibt es halt auch denen, die das anschauen, ein gewisses Feedback, so nach dem Motto, das könnte jetzt wichtiger sein. Außerdem muss man es jetzt von der Verwaltungsseite her sehen, erleichtert es auch, wenn Sie nämlich 1000-mal dieselbe Stellungnahme kriegen, dann müssen Sie es echt 1000-mal durchschauen, ob es wirklich das Gleiche ist. Aber wenn Sie jetzt bei was 1000 Unterstützungen haben, dann ist es auch für Sie wieder leichter und steigert, also kann auch hier das Verständnis für so einen Prozess
einmal verbessern. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie eine perfekte Lösung wäre, aber ich würde so einen Schritt nicht unterschätzen und nicht abtun. Mein Name ist Dr. Lena vom Wiener Tierschutzverein und wir haben genau ein wunderbares Beispiel mit der neuen Tierschutzgesetz-Novelle, die verabschiedet wurde. Es gab einen Gesetzesentwurf und da würde ich in Zukunft die Politiker bitten, eben schon die NGOs einzubinden, dass man hier mitarbeiten kann, sich hier schon einbringen kann an der richtigen Stelle. Und nicht erst dann, wenn man die Stellungnahmen abgibt. Es sind gerade zu diesem Gesetzesentwurf 650 Stellungnahmen, glaube ich, eingegangen. Ja? Und ich muss sagen, ich habe viele selber gelesen. Es sind Stellungnahmen gewesen, die rechtlich sehr genau überlegt und durchdacht waren. Ich will nicht wissen, wie viele von diesen Stellungnahmen seitens des zuständigen Ministeriums auch tatsächlich für wichtig und lesenswert, genau lesenswert gedacht worden. Ja. Und das Problem sehe ich darin, dass die NGOs in ihren Bereichen, ob es jetzt Tierschutz ist, Umweltschutz, Behindertenarbeit, Menschenrechte, in ihren Bereichen die Experten sind. Und in ihren Bereichen müssen sie von der Politik als Experten wahrgenommen werden und auch eingebunden werden, und zwar von Anfang an. Wir sind dazu überhaupt nicht gehört worden. Jetzt gibt es die kompliziertesten Quirks mit dieser Tierschutznovelle, weil das jetzt nur, da würde ich gar nicht näher darauf eingehen, aber zum Beispiel das Inserieren im Internet komplett verboten ist. Ja, also ich habe mich mit dem Gesetzestext als Juristin selber sehr genau beschäftigt und muss sagen, es kommt dann teilweise zu logistischen Kalabasch raus. Ja? Und gerade als von der Parlamentsdirektion, da sind wir ja auch in Kontakt gewesen, da haben wir ja festgestellt, dass der Pressedienst zum Beispiel der Parlamentsdirektion den politischen Willen der Abgeordneten auch anders verstanden hat, als tatsächlich dann im Gesetz gestanden ist. Ja, das ist ja eigentlich auch dann interessant. Also ganz wichtig, die NGOs, in welchen Bereichen auch immer sie tätig sind, an der richtigen Stelle mit einzubinden und nicht dann erst sagen, ja, jetzt haben wir schon einen Gesetzesentwurf gemacht und das hat so viele Ressourcen gekostet und man hat so viel Zeit. Naja, jetzt sind dafür zu viele Stellungnahmen und immer wieder die gleichen. Das können wir nicht alles lesen, sondern halt dann noch vor der Stellungnahmenphase die NGOs mit einbinden. Das wäre mein großer Appell. Danke. Danke, mein Name ist Helmut Hoffmann, ich komme von Aktion 21 pro Bürgerbeteiligung. Das ist ein Zusammenschluss von Wiener Bürgerinitiativen. Wer genaueres wissen will, kann mich dann später fragen. Hier geht es mir um eines. Schon in dem ersten Begrüßungsstatement von Herrn Mahlendorf hat dieser sehr deutlich unterschieden zwischen direkter Demokratie und dem, was wir unter Partizipation hier, glaube ich, kollektiv in dem Raum verstehen. Meine Erfahrung und unsere Erfahrung ist, bei fast allen Medien, bei fast allen Politikern, mit denen wir über diese Thematik sprechen, wird diese Unterscheidung geflissentlich unterlassen. Das heißt, jeder, der Partizipation im Grunde seines Herzens ablehnt, obwohl sich das ja kaum jemand offiziell zu sagen traut, der wirft Partizipation sofort in den Topf mit der direkten Demokratie und hat natürlich dort tausend Argumente dagegen. Während gegen das an Partizipation, was wir vertreten, und ich glaube, sehr viele von uns sich darunter vorstellen, dagegen kann man eigentlich nichts Vernünftiges vorbringen. Ich habe so verschiedene Diskussionen schon geführt. Es gibt eigentlich kein vernünftiges Argument dagegen, wenn man es richtig aufzieht.
Warum ich das hier erwähne, ist, einer von uns allein wird gegen diesen Unfug nicht ankämpfen können. Dafür sind wir viel zu schwach. Es ist eine Chance, eine Gemeinschaft von, ich weiß nicht wie vielen Dutzenden NGOs könnte, wenn man die Kräfte alle bündelt, erreichen, dass hier in der Öffentlichkeit, um deren Beteiligung es ja uns ja geht, dass wir in dieser Öffentlichkeit erreichen, dass man direkte Demokratie und partizipative Demokratie auseinanderhält. Danke. Jetzt sind ganz viele Wortmeldungen, du moderierst. Ich weiß nein, also wenn du möchtest, kannst du ja. Möchte ich noch ganz Punkt kurz machen. Wegen dem Informations. Kann ich nicht ganz so auf mir sitzen lassen. Es kommt immer darauf an, womit man es vergleicht, nicht? Aber ich bin schon sehr unzufrieden mit, in Österreich darf man als Öffentlichkeit zum Beispiel nicht wissen, was in den Ausschüssen diskutiert wird im Parlament. Es gibt nur den EU-Ausschuss, der öffentlich ist. Alle anderen nur dann, wenn etwas entbehandelt wird, ein Bericht. Und ich hatte das Glück, ein Jahr im Parlament zu arbeiten und ich habe in den Ausschüssen nichts gehört, was geschadet hätte, dass es hinausgeht, außer sehr peinliche Bemerkungen manchmal von unvorbereiteten Abgeordneten. Die würden sich das dann aber vielleicht überlegen, wenn so ein Ausschuss öffentlich wäre. Und wir haben uns dann erkundigt, ob man nicht den Kulturausschuss in meinem Fall öffentlich machen kann. Das geht nicht, weil die Geschäftsordnung es nur erlauben würde, alle Ausschüsse. Und da kommt dann wieder das zum Tragen, was der Herr jetzt am Schluss gesagt hat. Man will es nicht und hat dafür aber eigentlich keine Argumente. Und ich denke, das Bündnis, da wird dann der Franz vielleicht nochmal was dazu sagen, ist genau dazu da, um sowas zu ändern. Ich hätte eher so die Frage gehabt, haben Sie einen Vorschlag? Wie man es, ja, den hätte ich dann vielleicht noch gern gehört. Ich bin jetzt nicht da, um jetzt alle Praktiken des Parlaments zu verteidigen, aber eines muss man schon sagen, es wird jeder, also über jede Sitzung eines Ausschusses, außer die Sitzungen, die so diese Kontrolle der Nachrichtendienste und sowas sind, gibt es eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz. Und das ist eigentlich fast oft ein Wortprotokoll. Es ist nicht jetzt so, dass das jetzt wörtlich ist, es wird dann nicht alles wiedergegeben, aber Sie haben wenig Parlamente in Europa, die Ausschusssitzungen so dokumentieren und das so ausführlich zur Verfügung stellen wie das österreichische. Das kann man wirklich nachlesen und da kann man es ja das noch verschiedenen Themen abonnieren und das ist keine so schlechte Dokumentation. Es ist was anderes, wenn man sagt, der Ausschuss wäre öffentlich und man ist dort oder es gäbe einen Livestream davon. Das gibt es jetzt schon in manchen Parlamenten. So weit ist man halt noch nicht. Aber es ist nicht so, dass das dort irgendwie geheim wäre und es wird auch zumindest seitens der Verwaltung versucht, das sehr gut zu dokumentieren und zugänglich zu machen. Die andere Sache ist allerdings auch die, dass man sagt, wenn zum Beispiel gerade diese EU-Unterausschüsse oder auch andere Ausschüsse, die öffentlich tagen, dass es fast nie jemanden gibt oder in manchen Ausschüssen noch nie jemanden gesehen worden ist, der auch hinkommt und dafür interessiert. Es hat aber auch damit zu tun, dass natürlich zu welchen Zeiten das stattfindet. Und es gibt halt andere Parlamente, die sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie das als Video on Demand anbieten. Das wird man jetzt in Österreich zumindest mal für die Plenarsitzungen auch machen, wo man mal Erfahrungen damit sammeln kann, wie es funktioniert und wo man es dann also dann nachschauen kann, wenn es einem auch passt, weil dass jetzt da die Massen zu einer öffentlichen Ausschusssitzung kommen, ist ja illusorisch. Es ist natürlich eine Chance, aber das einzufordern, aber jetzt so zu tun, als würde es gar keine Berichte darüber geben oder das so geheim ablaufen, das stimmt nicht. Ja, wir haben noch jemanden aus dem Publikum. Es ist übrigens so, nachdem ich ja hinten keine Augen habe, bitte einfach selbstständig zu den Mikrofonen gehen. Super, ja. Ja, grüß Gott, mein Name ist Christina Meierschitz. Ich bin vom Österreichischen Behindertenrat und ich mache seit 20 Jahren Behindertenpolitik und bin also da sehr eingebunden auch in dieses nicht partizipative Geschehen. Kann Herrn Wolfmeier nur recht geben, wir haben die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die vorschreibt, der sich auch Österreich verpflichtet hat, dass Menschen mit Behinderungen, und jetzt kann ich nur von denen sprechen,
vorzeitig eingebunden werden müssen. Derzeit schaut es so aus, und das muss ich wirklich mit Bedauern sagen, wir schreiben seitenlange Stellungnahmen, wie wahrscheinlich sehr viele von Ihnen auch, zu einzelnen Gesetzen. Das ist viel zu spät. Da ist eigentlich schon, ich würde sagen, frei heraus, das ist ein gemachtes Wissen. Da wird nichts mehr geändert, da wird kein Beistrich mehr geändert. Unsere sinnvollen und guten Stellungnahmen, auch von anderen, werden nicht gehört. Und ich muss auch dazu sagen, dass mein Eindruck der ist, dass vieles eigentlich allen klar ist. Es gibt eigentlich Zustimmung. Jetzt nehme ich ein Beispiel, Pflegegeld, die Valorisierung des Pflegegelds. Es gibt da Beschlüsse, dass alle dafür sind, dass es klar ist, dass das Pflegegeld mittlerweile schon extrem an Wert verloren hat, weil es nicht valorisiert, nicht aufgewertet worden ist. Und was passiert? Der Finanzminister sagt nein. Das heißt, es ist immer alles eine Frage des Geldes, und Geld wird in vielen Fällen dann eben nicht in die Hand genommen. Und ich muss dazu sagen, das sind Menschenrechte, zum Beispiel jetzt die Rechte von Menschen mit Behinderungen, und da darf es nicht am Geld scheitern. Ich danke Ihnen. Petra Beyer, SPÖ-Nationalratsabgeordnete. Ich kann in Summe auf eine 21-jährige, also erschüttert mich selber ein bisschen, auf eine 21-jährige parlamentarische Geschichte, persönliche Geschichte zurückblicken, 15 davon im Nationalrat. Und zwei, drei Gedanken dazu. Zum einen aus meinem Verständnis, was die Kollegin vom Tierschutz gesagt hat. Also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist es auch schon viel zu spät. Ich kann nur sagen, ich bin im österreichischen Nationalrat zuständig für Entwicklungspolitik, bin dort Ausschussvorsitzende des Unterausschusses, worüber es übrigens keine parlamentarischen Protokolle gibt, also keine Aussendungen gibt bei den Unterausschüssen. Die werden sträflich vernachlässigt in diesem Zusammenhang. Aber für mich war es immer normal, und ich war auch eine Zeit lang für Umwelt zuständig, für mich war es immer normal, so intensiv und so früh und so permanent Kontakt zu den NGOs zu haben, mit denen ich zu tun habe, dass es überhaupt nicht je dazu gekommen wäre, dass ich erst ab dem Moment, wo eine Gesetzesvorlage da liegt, anfange zu reden oder anfange zu verstehen, was eine NGO will oder was Zivilgesellschaft will. Also ich glaube, das ist jetzt keine, das dürfte man nicht so punktuell verstehen, diese Zusammenarbeit zwischen institutionalisierter Politik und NGOs, sondern viel fließender. Das eine und das andere, was mir auch noch wichtig ist, als Möglichkeit jetzt, was die parlamentarische Geschäftsordnung hergibt. Wie gesagt, ich bin seit 15 Jahren fast Vorsitzende vom EZR-Unterausschuss, und es gab in den 15 Jahren zwei Sitzungen, wo wir keine NGOs als Expertinnen eingeladen haben. Also da ist dann quasi auch eine Öffentlichkeit gegeben und ein Austausch gegeben, und das ist nicht zum Schaden der Qualität der Diskussion, ganz sicher nicht. Ja. Also ich kann da nur dazu sagen, dass ich das sehr, sehr begrüße und dass ich jede Form, die es verbessern würde, Brücken zu bauen zwischen Zivilgesellschaft und institutionalisierter Zivilgesellschaft, das ist es letztendlich, auch wenn ich jetzt Gramsci folge, dass das gut ist und dass das befruchtend ist und für die Qualität der Arbeit eigentlich immer gut ist, und ich noch nie negative Erfahrungen damit gemacht habe. Ja, ein zweiter Bericht aus dem parlamentarischen Alltag von Alef Kurun, Grüne. Ich möchte vor allem das Thema der Transparenz der parlamentarischen Arbeit, der demokratischen Arbeit aufgreifen. Da sehe ich und da sehen die Grünen eigentlich große Lücken. Und hier wurde jetzt die Geschäftsordnung des Nationalrats angesprochen, die ja übrigens ein eigenes Gesetz ist und natürlich auch nicht in Stein gemeißelt ist, wie andere Gesetze auch. Das heißt, wenn es die entsprechenden politischen Mehrheiten dafür gibt oder gäbe, dann könnte auch diese Geschäftsordnung abgeändert werden. Und das wünsche ich mir ehrlich gesagt auch als Parlamentarierin, weil, wie von Ihnen angesprochen wurde, sehe ich auch überhaupt nicht ein, warum parlamentarische Arbeit nicht transparent gemacht werden soll, warum im 21. Jahrhundert das nicht via Livestream verfolgbar werden soll. Und zu dem, was Kollegin Petra Beyer gesagt hat, da gibt es meiner Erfahrung nach von Ausschuss zu Ausschuss ganz riesige Unterschiede. Also ich bin unter anderem Mitglied im Menschenrechtsausschuss und Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, und was wir dort für Kämpfe ausfechten,
teilweise, damit überhaupt eine Menschenrechtsausschusssitzung stattfindet, Klammer auf, für Terminkoordination müssen alle Fraktionen zustimmen, Klammer zu, geschweige denn irgendwelche NGO-Auskunftspersonen oder andere Experten, Expertinnen einladen. Also das habe ich leider im Menschenrechtsausschuss noch nie erlebt. Und ich bin jetzt seit 2008 im Nationalrat, dass es möglich gewesen wäre, auf Vorschlag von einer Fraktion oder von mehreren, dass wir da die Einstimmigkeit oder die Mehrheit gefunden hätten, um Experten, Expertinnen einzuladen. Das, was ich damit sagen will, ist, es hängt offensichtlich auch vom Thema ab. Und man kann sagen, naja, nachvollziehbar, dass sich die Regierungsfraktionen nicht kritisieren lassen wollen, öffentlich, noch dazu, wenn das via Livestream dann ausgestrahlt wird und so weiter. Aber ich glaube, im 21. Jahrhundert sollten wir eigentlich so weit sein, dass wir unsere Arbeit so transparent machen. Und ich teile übrigens auch diese Erfahrung, dass manche Abgeordnete leider so schlecht vorbereitet sind, sowohl für Ausschusssitzungen als auch für Plenarsitzungen, dass man sich, also ich will da jetzt nicht meine eigenen Kollegen und Kolleginnen schlecht machen, aber teilweise geniert man sich. Ja? Und ich fürchte, das ist einer der Gründe, warum man es nicht transparent machen will, weil wenn es dann alle verfolgen können, dann könnte es ja auch ziemlich peinlich sein. Letzter Punkt und dann bin ich schon am Ende. Ein anderer Punkt, der angesprochen wurde, dass es meistens zu spät ist, unter Anführungszeichen, wenn ein Gesetzesentwurf, ein sogenannter Ministerialentwurf in Begutachtung geht. Auch meine Erfahrung selbst als Parlamentarierin ist, dass die allermeisten, vor allem kritischen Stellungnahmen im Gesetzwerdungsprozess mehr oder weniger schubladisiert werden. In ganz wenigen Fällen werden sie eingearbeitet, teilweise, manchmal, aber vor allem im Menschenrechtsbereich, wo es um Migrations-, Asyl- und Zuwanderungsgesetze geht, erleben wir es so, dass das kaum abgeändert wird. Deshalb, letzter Satz, wäre ich sehr dafür, den Gesetzwerdungsprozess so zu öffnen, dass wesentlich früher Stellungnahmen eingeholt werden können und Mitarbeit von Experten, Expertinnen und vor allem von der Zivilgesellschaft möglich wäre, ist. Danke. Dann hätte ich noch eine Frage an Sie, ganz kurz. Gern Applaus. Eine Frage retour. Nun ist es ja so, dass die meisten Gesetzesentwürfe in Ministerien ausgearbeitet werden. Wo sehen Sie da, also wie können wir mit dieser Situation umgehen? Also was sind dann die Rezepte, wenn wir davon ausgehen, dass sehr viel Arbeit ja auch in der Verwaltung umgesetzt wird? Also meine Analyse dazu ist, dass die meisten oder fast alle Gesetzesvorhaben aus den Ministerien kommen. Den Grund hat in Österreich, dass wir leider keinen vor allem nicht ausreichend ausgestatteten parlamentarischen Legislativdienst haben, der allen Abgeordneten, und zwar auch den Oppositionsabgeordneten, zur Verfügung stünde. Das führt dazu, also wenn ich als Nationalratsabgeordneter einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten will, dann muss ich mir sozusagen im Großen und Ganzen alle Ressourcen selber organisieren, um einen Gesetzestext entwerfen zu lassen oder ausarbeiten zu lassen. Das ist in anderen Parlamenten durchaus nicht immer so. Im Deutschen Bundestag gibt es zum Beispiel einen sehr gut ausgestatteten Legislativdienst, der sich dann so auswirkt, dass dort auch Oppositionsabgeordnete eigene, nicht nur Entschließungsanträge, sondern ausgearbeitete, detailliertere Gesetzesvorhaben vorschlagen können. Auch das wäre auf der Wunschliste, aber jetzt weniger NGO-seitig oder vielleicht auch NGO-seitig, denke ich, aber den Wunsch haben wir vor allem als Abgeordnete von Nichtregierungsfraktionen auf jeden Fall. Einen gut ausgestatteten Legislativdienst. Super, danke. Danke. Ich stehe jetzt hier in dreierlei Rollen. Das eine ist, ich bin Verwaltungsmitarbeiterin, ich bin im öffentlichen Dienst. Das zweite ist, ich bin aktiv auch in einer NGO ehrenamtlich tätig. Und das dritte ist, ich stehe als Bürgerin da. Und ich möchte mich aber jetzt auf einen Aspekt konzentrieren, nämlich den meiner Rolle und der Rolle der Verwaltung und der Verwaltungsmitarbeiterinnen, was Beteiligung betrifft. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren eben mit einbezogen wurde in diesen Prozess, wo die
weiß ich nicht, den Terminus technicus, wie diese Prinzipien der Partizipation. Die Standards zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Genau, die Standards entwickelt wurden. Ich bin da am Ende mit hineingerutscht, war absolut begeistert, dass es so etwas gibt, dass das gestaltet wird. Es war auch mit Beteiligung ja, der Zivilgesellschaft ein großartiger Prozess. Aber das Erste, was mir relativ schnell dazu aufgefallen ist, ich habe gesagt, ja, großartig, und was wir brauchen, ist eine Implementierung in die Verwaltung, weil das geht nicht von selbst. Ich kann nicht sozusagen etwas deklarieren, ohne dass ich mir überlege, nämlich aus der Verwaltungsperspektive, was es braucht, eine neue Haltung. Ja? Wie lerne ich das als Verwaltung? Wie lerne ich Beteiligung? Ja? Und meiner Meinung nach braucht es dazu einen intensiven Lernprozess der Verwaltung und auch Investitionen in eine systemische Personalentwicklungsperspektive und eine organisationale Perspektive von Seiten der Verwaltung. Ich glaube, wenn man da hinein investiert, habe ich große Hoffnung, dass das dann griffiger wird und wir wirklich auch so zusammenarbeiten mit dem Wissen, was von den Bürgerinnen kommt, mit dem Wissen, was in der Verwaltung da ist, mit dem, was von der Politik kommt, dass wir mit unseren Ressourcen, mit allen unseren Ressourcen gut umgehen und in der nötigen Zeit zu ganz anderen Ergebnissen kommen können, als es jetzt der Fall ist. Danke. Danke. Sie wollten noch was zur Wortmeldung von Alf Kramer sagen? Ja, zu den verschiedenen... Soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich da jetzt nur das irgendwie ein bestehendes System verteidige. Aber ich glaube, eines ist wichtig zu sehen, es ist geistert immer wieder herum, Abgeordnete brauchen mehr Ressourcen und in anderen Parlamenten werden Gesetze geschrieben. Es gibt in Europa eigentlich kein Parlament, in dem Gesetzesanträge für Abgeordnete geschrieben werden. Im Deutschen Bundestag, der immer wieder herangezogen wird, gibt es einen wissenschaftlichen Dienst, der Studien ausarbeitet, und zu dessen Arbeitsprinzipien gehört es, eben gerade keine Gesetzesanträge auszuarbeiten. Aber was es gibt, und das ist, glaube ich, entscheidend, wenn man sich auch jetzt den Diskussionsverlauf anschaut oder auch den Hinweis, in welchem Stadium redet man etwas, kann man sich beteiligen und in welchem Stadium gibt es noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Da fällt auf, dass es kaum ein Parlament gibt, in dem so kurz über Gesetzesentwürfe diskutiert wird wie im österreichischen. Wenn Sie versuchen, irgendwie so eine statistische Auswertung zu machen, dann kommt man im Durchschnitt auf 20 Minuten Beratungszeit für große Regierungsvorlagen. Also wenn man das jetzt so durchschaut im Ausschuss. Und das ist also, es gibt nicht diese intensive Arbeit daran. Und es ist auch so, dass in Österreich die Sitzungen sehr selten stattfinden. Im Durchschnitt tagt ein Ausschuss zwischen 2 und 4 Mal pro Jahr. Es gibt nur ganz einzelne Ausnahmen, das sind der Budgetausschuss und der ständige Unterausschuss in EU-Angelegenheiten, machen wir der Verfassungsausschuss. Und ich glaube, das zeigt schon ein ganz wesentliches Problem, nicht wie viel Zeit man sich für etwas nimmt, wie viel Gelegenheit man auch den Abgeordneten gibt, eine Routine in einem bestimmten Bereich zu erreichen und damit Wissen zu bekommen und einfach wie viel Zeit auch für Diskussionen da ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, weil ich gesagt habe, es gibt eigentlich keine Parlamente, wo dann Gesetzesentwürfe geschrieben wird. Was aber passiert in vielen anderen Parlamenten ist, dass man diese Beratungsprozesse ganz anders strukturiert und auch schon viel früher beginnt und damit aber auch in einer Phase redet, wo noch nicht ein fertiger Gesetzesentwurf da ist, sondern wo man viel mehr einbringen kann. Der Josef hat es vorher erwähnt, mit Salzburg hat auf eine Krise reagiert. Das haben auch andere gemacht. Also die Finnen haben schon in den 1990er Jahren auf die Krisensituation reagiert und haben im Parlament einen Zukunftsausschuss eingerichtet, für den es eine Grundregel gibt, der darf sich mit nichts beschäftigen, was aktuell sonst wo auf der Tagesordnung ist. Und damit ein Hinzwingen zu anderen Themen zu kommen, die man dann aber einfließen lassen kann. In Irland, das ja durch die Wirtschaftskrise sehr gebeutelt worden ist, hat man begonnen, das ganze vorparlamentarische Verfahren, also was wir als Begutachtungsverfahren kennen, ins Parlament zu verlegen. Allerdings nicht, indem man dort einen Gesetzesentwurf hingibt, sondern indem man mal so eine Art
Strategiepapier oder was wollen wir erreichen? Das heißt, da redet man zu einem frühen Zeitpunkt über ein Regelungskonzept und das ist damit auch die Möglichkeit, dass viel mehr Menschen mitreden können und ich nicht in der Expertendiskussion drinnen bin. Und das Zweite, was daran interessant ist, ist, dass dann die Ausschüsse eben bestimmen, wen sie einladen, dass ich nicht dort habe, ich lade jetzt halt den ein, den die Partei X und den die Partei Y nominiert, sondern das viel offener und transparenter macht und damit wirklich bei den Abgeordneten das Interesse geschaffen hat oder auch den Mut, sie mit den verschiedensten Leuten zu treffen und ganz verschiedene Methoden auszuprobieren, wie man etwas einbringt. Oder ein drittes Beispiel wäre nämlich auch, das würde zu den Standards für Öffentlichkeitsbeteiligung noch passen, wo ich auch damals dabei war, in Kroatien. Und das ist bei uns gar nicht so am Radar, dass vielleicht in Kroatien was passieren könnte. Dort hat man die Vorkehrungen dafür geschaffen, dass Ausschüsse des Parlaments ganz andere Leute dazu einladen können, die dann wirklich ein ganzes Thema mitdiskutieren. Die kommen also nicht zu einer Sitzung, sondern die sind dann wirklich dabei. Und das Zweite, was man gemacht hat, dort, weil man erkannt hat, dass das schwierig ist, hat man eine Stelle eingerichtet, die sowohl der Verwaltung als auch den Parteien und den verschiedenen Organisationen die Angst vor der Beteiligung nimmt und einfach sagt, wie kann man das machen? Also man kann an dem sehen, was es eigentlich an Möglichkeiten gibt und man kann an solchen Beispielen durchaus illustrieren, wo es in Österreich noch hakt und das ist wirklich ein ganz wesentliches Element, das ich habe es ja auch angesprochen, dass wir über Sachen diskutieren, die schon weitgehend fertig sind, die sehr kompliziert sind, dass sehr wenig Zeit bleibt zu diskutieren und dass dann das auch dann entsprechend hoher Zeitdruck ist, der dann auch dazu führt, dass man eben keine Hearings macht oder keine öffentlichen Sitzungen mehr macht, weil einfach damit das Risiko auch zu groß wird, jetzt von politischen Standpunkt her gesprochen, dass das wieder in Frage gestellt wird, woran man jetzt eh schon so lange gearbeitet hat. Das heißt, wir können bis zu einem, also wo wir uns alle einig sind, ist, dass Beteiligung zum frühestmöglichen Zeitpunkt passieren muss, weil wenn das Gesetz fertig geschrieben ist, dann ist es zu spät und dann wird sich niemand, also dann wird dann da keinen Punkt und keinen Beistrich mehr gerüttelt. Wo wir uns auch einig sind, dass es verschiedene Orte gibt, die dafür verantwortlich sind. Auf der einen Seite die Regierung, die Bundesverwaltung, auf der anderen Seite das Parlament. Und eine Frage, die ich mir auch noch stelle, ist, wie bringen wir quasi da einen ordentlichen Prozess zusammen, wo alle sich quasi beteiligen können, wo es die Möglichkeit gibt, dass in der Verwaltung mehr partizipative Instrumente eingesetzt werden, aber auch im Parlament. Das ist, glaube ich, die Richtung, in die wir uns bewegen müssen. Susanne Pisco, Amnesty. Ja, vieles kann ich nur bestätigen, viele gute Ideen. Die Wörter kurz, zu kurz kann ich auch bestätigen, weil wir in letzter Zeit einfach erleben, dass die Fristen zur Begutachtung zu einem Zeitpunkt, wo es ohnehin eben schon sehr spät ist, immer kürzer werden. Teilweise auch sehen, dass wenn in den Entwürfen steht, es ist ein Redaktionsversehen, besonders genau hinzusehen ist, weil es oft kein Redaktionsversehen ist. Ich möchte es jetzt gar nicht defizitorientiert halten, ich habe es auch schon anders erlebt, nämlich dass frühzeitig auf Bundeskanzlerebene, auf Ministerienebene diskutiert wurde. Und möchte da nur sagen, dass wir auch daran denken, die Qualität der Gesetze wird besser, es gibt neue Blickpunkte und vielleicht ist nicht unter dem Aspekt, wir müssen und es ist sehr anstrengend zu sehen, sondern wirklich zu versuchen auch, dass was an Ressourcen, neuen Blickpunkten und Qualität da hereinkommt. Ja, Günther Lutschinger, Fahnenlosigkeitsverband. Ich möchte ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung als Bürger berichten. Doch schon einige Zeit her, war mein Petitionsführer in einem Petitionsparlament und die Art der Wertschätzung, die das Parlament den Petitionen und auch den Bürgerinitiativen entgegenbringt, ist endenwollend. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, wir haben heuer oder in der jetzigen Legislatur, wir waren 116 Petitionen wurden ins Parlament eingebracht, auch vom Ausschuss, offenbar in einem Staccato abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob 20 Minuten überhaupt die einzelnen Petitionen diskutiert worden sind. Das ist ein bisschen das Fakt, das wir heute auf parlamentarischer Ebene sehen und ich weiß es nicht, wie es auf den Landesparlamenten ist. Auch dort gibt es ja Instrumente, etwas an die Parlamente heranzutragen.
Aus meiner Sicht, wenn man Partizipation auf dieser Ebene, vielleicht auch in diesem Instrument ernsthaft angehen will, dann muss man die Wertschätzung den Bürgern, die sich die Arbeit machen, ihre Unterschriften zu sammeln, das einzubringen, das nicht nur damit abtun, dass man vertagt, das zuweist, Fragen in die Runde schießt und auf den parlamentarischen Prozess letztendlich das auslaufen lässt, weil viele werden dann gar nicht entbehandelt, weil das Parlament sich ja wieder auflöst in ein paar Jahren. Das ist ein Gedanke, da würde ich Sie beide bitten als Vertreter von Parlamenten, wie Sie das sehen, ob es da Instrumente geben könnte, dass Petitionen und Bürgerinitiativen vernünftiger, vielleicht auch wertschätzender in den Parlamenten durchgeführt wird. Und das Zweite für uns vielleicht als To-Do, nachdem wie wir wissen, die Gesetze nicht im Parlament gemacht werden, bräuchten wir ein Petitionsrecht an die Bundesregierung eigentlich, weil wir letztlich ja dorthin kommen müssen mit unseren Anliegen und nicht erst im Parlament nachrangig. Also meine Bitte an Sie, gibt es Überlegungen, diese Petitionskultur in den Landtagen oder auch im Parlament zu verbessern? Danke. Nur ganz kurz, wir haben nur mehr ein paar Minuten. Ich werde mir erlauben, zumindest 3 bis 4 zu überziehen. Und daher würde ich sagen, dass dann das Statement, also zuerst die Antwort und dann das Statement von Andreas Kober das letzte sein wird. Ja, vielleicht zu ein paar Punkten, die jetzt gefallen sind. Ich bin ein bisschen nacheilend jetzt, weil ziemlich viel angesprochen wurde. Also im Salzburger Landtag sind alle Ausschusssitzungen öffentlich. Wir streamen live, wir zeichnen auf, jeder kann sich das anschauen. Was man dann mit natürlich bewirkt, man öffnet den parlamentarischen Prozess, man beschleunigt aber auch die Flucht aus den Verfassungsinstitutionen, heißt es in der Politikwissenschaft. Also wenn Sie einen Raum für die Öffentlichkeit aufmachen, dann gehen die, die nicht wahrgenommen werden wollen, halt woanders hin. Und das muss jetzt nicht unbedingt etwas Negatives sein. Ich glaube, dass die Politik auch Rückzugsräume braucht, um unter sich zu sein. Hat in einem Nationalratswahlkampf hat es eine Partei gegeben, die ist damit angetreten, sobald mehr als 3 Politiker versammelt sind, muss das live gestreamt werden, stand da drinnen. Ich sage jetzt nicht, welches war. Byung-Chul Han hat da mal ein gutes Buch drüber geschrieben, die Transparenzgesellschaft heißt das, und er sagt, wir beseitigen mit so etwas Menschlichkeit aus unserer Begegnungskultur. Wo ich dafür bin, ist da, wo Entscheidungen fallen und wo Sach- und Machtargumente ausgetauscht werden, da soll es da Transparenz geben. Und da wird es immer eine Grenzziehung geben, die schwierig ist und immer wieder neu verhandelt werden muss. Das einmal zu dem Punkt. Gesetze zu schreiben ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit, weil man mit einem Medium des 19. Jahrhunderts versucht, Probleme des 21. zu lösen. Und wenn ich da Experten beiziehe, das ist etwas, was in den nächsten Jahren, wenn demokratische Systeme weiter funktionieren sollen, verstärkt passieren wird. Allerdings darf man nicht vergessen, Experten sind nicht alle gleich. Im Salzburger Landtag darf jeder Experten und Expertinnen zu den Ausschussberatungen hinzuziehen, was wir halt an Platz zu bieten haben. Da gibt es überhaupt kein Problem. Sobald wir diesen Personen habhaft werden, stellen wir sie natürlich selbstverständlich bei. Und meine Beobachtung ist, es gibt 2 Arten von Expertentum, wenn man so will. Es gibt das Expertentum, das einen sehr, sehr neutralen Blickwinkel auf die Dinge hat, neutral point of view. Meistens aus Universitäten kommend, sehr der Wissenschaft verschrieben, ein bisschen theoretisch, vielleicht weniger praktisch. Und dann gibt es ein Expertentum, das durchaus eigene Interessen vertritt. Und wenn man Experten verstärkt einbinden möchte, dann muss man auch im Sinne der Transparenz der Öffentlichkeit klar machen, wer mit welchem Huttal gerade da ist. Weil natürlich haben wir Landtagssitzungen, da sind Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin so und so. Und daneben sitzt dann der Vertreter der Arbeiterkammer und noch eins weiter die Vertreterin der Wirtschaftskammer. Und da ist es einem, wenn man mit der österreichischen Innenpolitik vertraut ist, schon klar, wer da wer ist. Aber wenn wir verstärkt Experten einbinden wollen, die reinen Informations- und Wissensinput bringen sollen und Expertinnen und Experten einbinden wollen, die eine Klammer zur Zivilgesellschaft, und das ist ja der wichtige Punkt, eine Klammer zur Zivilgesellschaft bilden sollen, dann müssen wir diese Rollen auch klarstellen.
Und dafür gibt es in den Parlamenten bis jetzt noch sehr wenig Mittel, das wirklich gut zu machen, weil die Sprache, glaube ich, auch noch nicht in dem Ausmaß funktioniert. Zu den Petitionen, genau. Ein Wort noch zu den Petitionen. Im Salzburg Landtag kann jeder Petitionen einbringen, solange es ein Thema betrifft, das der Landtag wirklich mit einem Gesetz regeln könnte, theoretisch. Muss nicht unbedingt eins geben, aber er muss eins beschließen können. Also eigener Wirkungsbereich des Landes in der Gesetzgebung, und das muss von einer Abgeordneten oder einem Abgeordneten unterstützt werden. Das sind die Voraussetzungen. Wir gehen sehr sorgsam mit unseren Petentinnen und Petenten um. Die haben in einer kleinen Reform vor ein paar Jahren mal ein selbstständiges Rederecht im Ausschuss bekommen, haben damit gute Erfahrungen gemacht. Was ich glaube, ist, dass sowohl die Reichweite des Instrumentes klarer sein muss, als auch die Unterstützung ausgeprägter sein muss. Was heißt das, wenn ich mich an ein Parlament wende? Wenn ich mich an ein Parlament wende, da wende ich mich an einen, in dem Fall ist es ein Supertanker, in unserem Fall ist es ein kleiner Tanker, mit einer ganz ausgeprägten Binnenlogik, die eben aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert stammt größtenteils, und den ich jetzt an einer Schnittstelle nach außen disruptiv belaste. Und das halten Systeme nur mit bestimmten Strategien auf Dauer aus. Das muss man da immer mitdenken. Natürlich, die Parlamente müssen beginnen, an dieser Schnittstelle zu arbeiten, dass sie besser wird. Aber als Petentin, als Petent tut man sich einen Gefallen, wenn man diese Logik mitdenkt. Danke. Andreas Kober, bitte. Mein Name ist Andreas Kober. Ich habe und arbeite immer wieder auf verschiedenen Seiten. Also ich habe in der Politik gearbeitet, ich arbeite für Präsidenten des Bundesrates, für andere, für Abgeordnete als Berater, für Unternehmer und auch für die Zivilgesellschaft. Und das Interessante ist, wenn man über die Zusammenarbeit hier, also wo die Zivilgesellschaft den Staat oder das Parlament, wer auch immer gerettet werden soll, retten soll, da hat man das Gefühl, dass diese Zusammenarbeit und die Spielregeln, die in der Politik gelten, irgendwie starr sind. Und die Vermutung ist dann, weil die so starr wirken, sie wirken nämlich nur starr, dass da möglicherweise Regeln die so festhalten und dass diese Regeln schwer zu ändern ist. Wenn man mit Leuten darüber redet, heißt es tatsächlich, ich brauche eine Verfassungsänderung, was auch immer. Ja. Wenn man sich es genauer anschaut, erst einmal verändern sich diese Regeln. Erst einmal sind sie nicht fix. Das sieht man schon im Vergleich verschiedener Parlamente. Christoph Konrad hat das zum Beispiel jetzt beschrieben. Aber wenn man sich anschaut über die Jahre, dann verändert sich sehr wohl die Tradition. Also es ist nicht so, dass wir das 19. Jahrhundert haben, wir vielleicht die Urformen, aber die Art, wie Parlamente arbeiten, wie die Regierung arbeitet, hat sich verändert in den letzten Jahren. Also zum Beispiel die Gewaltenteilung zwischen Regierung und Parlament hat sich sogar verschlechtert zum Nachteil des Parlaments. Durch die Spiegelminister 2001, die eingeführt worden sind, sind sehr viele Parlamentarier heute gar nicht mehr in Entscheidungen oder in Meinungsbildungsprozesse eingebunden. Das war ein Nachteil. Es war ein weiterer Nachteil, dass zum Beispiel Minister nicht selbstständig Gesetze in Begutachtung schicken, sondern erst durch Ministerrat und. Das heißt, da gibt es Verschlechterungen, es gibt auch Verbesserungen. Deshalb deine Frage, war das jetzt eine Verbesserung oder war das ein Schritt, den es gegeben hat mit dieser Entschließung im Mai? Ja, das war natürlich ein Schritt, ob es ein kleiner oder ein großer war, ist eine andere Sache. Worauf ich aufmerksam machen will. Wenn sich etwas verändert, wenn das die Veränderungsmöglichkeit da ist, ist die Frage, warum sich das nicht verändert oder warum sich so langsam verändert. Und offensichtlich hängt das damit zusammen, dass der Lernprozess ein sehr langsamer ist. Und dem Lernprozess steht auch entgegen, dass sehr viele der Akteure gar nicht bewusst sind, wie viele Möglichkeiten sie haben. Also NGOs und auch Unternehmen verweisen dann immer auf die geringeren Ressourcen. Parlamentarier verweisen auf die geringeren Ressourcen, was übrigens zum Beispiel nicht stimmen kann, weil die Parteienförderung in Österreich so hoch ist wie nirgends, also 10-mal so hoch wie in Deutschland. Das heißt, es ist die Frage, was ihr, jetzt nicht als Oppositionspartei, aber was ihr mit dem Geld macht. Natürlich könntet ihr Gesetzesentwürfe schreiben, aber ich bringe ein Beispiel. Es wäre überhaupt kein Problem für einen Parlamentarier, eine Entschließung zu schreiben. Und zwar eine Entschließung, die nicht so mager ist, wie Entschließungsanträge in Österreich üblicherweise geschrieben wird, wo man nur schreibt, das Ministerium möge etwas tun, sondern so ein Entschließungsantrag, wie im Deutschen Bundestag zum Beispiel vorgelegt wird, der schaut nämlich so aus, der beschreibt im Prinzip schon, wie das Gesetz sein soll. Es ist noch nicht ausformuliert, aber es ist praktisch die gesamte Idee, was im Gesetz drin ist. Und etwas, was man natürlich viel besser diskutieren kann, als
fertigen Gesetzestext, der oft schwer verständlich ist, auch viel lesbarer. Es wäre überhaupt kein Problem, als Ausschuss so einen Entwurf in Begutachtung zu geben. Da gibt es das Instrument, es gibt Ausschussbegutachtung. Übrigens auch im Bundesrat, wurde im Bundesrat noch nie in Anspruch genommen. Angeblich zweimal. Niemand hat gefunden, wann diese zweimal gewesen sein sollen. Schwer. Es ist möglich, das in Begutachtung. Und wenn es nicht in Begutachtung geschickt wird, wenn man keine Mehrheit ist, kann man das natürlich als Parlamentsclub in eine Online-Konsultation stellen. Das ist wieder die Frage, wer sich beteiligen wird. Wenn man, das, was ich nur klar machen will, ist, die Möglichkeiten sind da. Es sind auch die Möglichkeiten bei den NGOs da. NGOs beteiligen sich viel zu spät, haben meistens oft gar nicht das Personal dafür. Das ist auch, natürlich ist das da eine Ressourcenfrage. Aber auch bei den Unternehmern ist es eine Ressourcenfrage. Also wenn man die Architektenkammer zum Beispiel fragt, warum sie sich nicht stärker an der Normung beteiligt, sagt sie, weil sie nicht das Geld dafür haben. Frage ich mich, wofür verwenden die ihre Pflichtmitgliedsbeiträge? Also das heißt, die Ausrede, es geht nicht, weil die Regeln es nicht ermöglichen und es ist die und die Ressourcenknappheit und die eigenen Möglichkeiten sind natürlich immer begrenzt, die lassen, wenn man sich es genau anschaut, natürlich sehr viel mehr Handlungsspielraum ist da und der sehr viel mehr ist möglich zu tun, als man tatsächlich in Anspruch nimmt. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlussstatement. Es ist vieles möglich, wenn wir mit den Ressourcen, die wir haben, das im Großen und Ganzen, wenn wir mit den Ressourcen, die wir haben, versuchen, etwas umzusetzen. Atmosphärisch kann ich mitnehmen, es gibt die Bereitschaft auf den verschiedensten Seiten, ob aus der Verwaltung oder aus der Parlamentsdirektion, Partizipation und Transparenz voranzubringen. Es gibt verschiedene Ansätze und wohin die Reise gehen wird, das werden wir auch nach der Wahl sehen. Und zu dem Thema wird ja dann auch im zweiten Panel noch ein bisschen diskutiert mit Vertreterinnen der Politik, die ja auch nicht ganz unwesentlich daran beteiligt werden, diese Entwicklungen dann zu beeinflussen und zu setzen. Und damit bedanke ich mich bei den Referentinnen und ich darf derweil aber sitzen bleiben. Muss mir aber noch hin. Ich glaube, das andere, aber ich muss mir noch meine Unterlagen holen. So, jetzt geht's. Also, spannende Diskussion. Mein Lieblingssatz war, es ist echt schwer, Gesetze zu schreiben. Josef Hermandinger, super Satz. Wir haben aber auch gehört, dass es für verschiedene Funktionsgruppen unterschiedlich ist. Partizipation, es stellt sich nicht für alle gleich dar. Das haben wir nicht nur aus dem Panel gehört, sondern auch aus den Publikumsmeldungen. Und deswegen erfahren wir jetzt Ergebnisse von einer Umfrage, die einerseits mit gemeinnützigen Organisationen und andererseits mit Verwaltung gemacht wurde. Romy Grasgruber-Kerl bleibt da sitzen. Sie kennen sie schon. Aber bitte begrüßen Sie mit mir Alexander Grünwald vom Bundeskanzleramt, Mr. Gafflepp. Willkommen. Sie sind zuständig für Verwaltungsinnovation, was auch wichtig ist, haben wir heute gelernt. Und Sie werden uns jetzt da Zahlen, Daten, Fakten über eine Umfrage geben. Und die erste Frage ist natürlich, was ist Gafflepp Austria und wie kam es zu diesem Projekt? Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Gelegenheit, unser, glaube ich, sehr spannendes und zukunftsweisendes Projekt hier heute ein bisschen präsentieren zu können. Insbesondere auch die Stellungnahmen und Kommentare aus der ersten Runde sind Ansporn und Ideengeber für das Projekt. Und ich bin ganz froh, du wirst es dann auch nochmal schildern, dass wir viele Aspekte derer, die wir heute hier genannt bekommen haben, schon in unserer Konzeptionsphase mit überlegt haben. Aber zuerst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, auch das Gafflepp kurz zu präsentieren. Was sind wir? Ja, das Gafflepp Austria ist ein Innovationslabor für den öffentlichen Sektor. Ja, und als solches wurde es vor etwa 18 Monaten aus der Taufe gehoben. Es ist, und das ist uns ganz wichtig, ein Gemeinschaftsprojekt auf Augenhöhe zwischen der Sektion 3 des Bundeskanzleramtes und der Donau-Universität Krems, weil ohne wissenschaftliche Expertise sozusagen geht es nicht. Ja. Die Sektion 3 des Bundeskanzleramtes ist... Und der IGO nicht zu vergessen. Naja, das Gafflepp Austria an sich, da seid ihr... Also, ja, stimmt. Ja. Die Sektion 3 des Bundeskanzleramtes ist für das Thema Dienstrecht, Personalmanagement, Personalentwicklung in der Bundesverwaltung zentral verantwortlich.
aber natürlich auch für die Verwaltungsinnovation. Und da würde ich gerne mit deinem Vater auch drüber reden, was er von unseren Begriffen hält, weil ich glaube, da müssten wir uns auch ein bisschen überlegen, die griffiger zu gestalten. Wirkungsorientierte Verwaltungsführung, ein ganz entscheidendes Steuerungsinstrument für die Bundesverwaltung, ist Teil der Sektion. Gesetzesfolgenabschätzung, Wirkungsfolgenabschätzung, Qualitätsmanagement, Wissensmanagement, aber eben auch der Aspekt der Partizipation. Und in diesen Bereichen gilt es, die innovativen Methoden, die innovativen Projekte zu entwickeln, weiterzuentwickeln, diese und andere, und die in der Breite der Verwaltung auch zur Anwendung kommen zu lassen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, aber auch unsere Partner, Stakeholder damit umgehen zu lassen. Gleichzeitig neben diesen klassischen Themen sehen wir uns aber auch mit einem Dilemma konfrontiert, und das haben wir heute in der ersten Runde auch sehr klar gesehen. Wir haben einen Wandel von Gesellschaft und Verwaltung, der ist enorm. Ja, durch die steigenden Innovationszyklen, die Innovationsgeschwindigkeit, die wir durchlaufen, wird der Druck immer größer auf die Verwaltung, auf die Gesellschaft im Hinblick auf eine Veränderung. Ja. Und die Frage ist, wie müssen wir uns aufstellen oder was müssen wir tun, um diesen Veränderungsprozess proaktiv mitzugestalten? Auch das Verlangen natürlich nach mehr Transparenz und mehr Partizipation hat eine enorme Implikation auch auf die Verwaltung. Und da braucht es neue Formen des Nachdenkens. Ja. Die klassische Ministerialverwaltung ist für viele sehr gut geeignet, um vielleicht schnell zu neuen Ideen zu kommen unter Beteiligung unterschiedlicher Stakeholder. Da braucht es neue Formen, neue Räume. Und eine Manifestation dieses neuen Raums ist eben das GovLab Austria, ein Innovationslabor für den öffentlichen Sektor. Und wir haben das Glück, einen klaren Auftrag unserer Sektionsleitung, die heute hier auch zugegen ist, das ist nicht selbstverständlich, bekommen zu haben für dieses Projekt, aber auch sozusagen den politischen Gestaltungswillen, uns diesen Freiraum zu geben als Verwaltung. Ja. Und insofern konnten wir dieses aus meiner Sicht sehr vielversprechende Projekt im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Donau-Universität Krems auf die Beine stellen. Wunderbar. Und wie schaut es mit den Ergebnissen aus? Im Konkreten zu den Ergebnissen, ja, kann ich das besprechen, zum Konkreten, was machen wir überhaupt im GovLab? Weil ich glaube, das ist wichtig für das Verständnis. Wir schaffen eine Infrastruktur, um Forschungs- und Entwicklungsbereiche, Projekte im Bereich der Verwaltungsinnovation prototypisch umzusetzen. Wir schaffen mit dem GovLab eine Infrastruktur, nicht nur um die Expertise unterschiedlicher Stakeholder reinzubringen, ja, also Stakeholder Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung und Politik, sondern auch diese mit der notwendigen Implementierungskompetenz zusammenzuführen. Es ist so oft Innovationsprojekte, Ideen zur Partizipation hier in diesem konkreten GovLab Austria Projekt, das wir gemeinsam mit der IGO umsetzen, sind oft da. Nur wie bringe ich die Projekte in die Implementierung? Das ist die zentrale Frage. Ja. Hinzu kommt, als nationaler Kontaktpunkt auch zur Verfügung zu stehen, die Expertise, die international auch in dem Bereich generiert wird, in die österreichische Verwaltung hineinzubringen. Also wir haben heute auch vom Christoph Konrad gehört, es gibt natürlich internationale Good Practice Beispiele, die es auch gilt, in die Verwaltung zu bringen. Und da arbeiten wir daran, die auch dann aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, unser Projektpartner für diese Kompetenzen zu schulen über unser Segment GovLab Austria Training. Ja. Und last but not least, und das ist der Grund, warum wir heute hier sind und darüber sprechen, das GovLab Austria ermöglicht es uns, aus sektorenübergreifende Allianzen zu schaffen, ja, und gemeinsam mit Partnereinrichtungen an Innovationsprojekten zu arbeiten und die zu begleiten. Und eines dieser Projekte, das wir seit 1. Jänner nun offiziell gemeinsam umsetzen, ist mit der IGO, der Interessensvertretung gemeinnütziger Organisationen. Da geht es immer um die Transparenz und Partizipation der Rechtsetzung. Ja. Wie kam es zu diesem Projekt? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wie kam es auf uns zu oder wie sollen wir uns für die Umsetzung entschieden? Also die IGO kam aus unserer Sicht mit der Herausforderung auf uns zu, diese Expertise, das unfassbare Know-how, das im dritten Sektor vorhanden ist, verstärkt für den Gesetzgebungsprozess zu aktivieren. Ja. Bei uns ist das auf offene Ohren gestoßen. Das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013 bis 2018 setzt klar da an und setzt als Ziel auch fest, eine bessere Einbindung zivilgesellschaftlicher Organisationen in politische Entscheidungsprozesse. Das heißt, das war für uns der Ausgangspunkt und der Startschuss, gemeinsam hier dieses Projekt umzusetzen. Also in einem ersten Schritt haben wir hier mit dem GovLab, als GovLab Austria ein Projektkernteam bestehend aus zwei Abteilungen im Bundeskanzleramt, der IGO und der Donau-Universität Krems zusammengeführt, und die IGO hat dann in weiterer Folge den Projektlead übernommen für das Projekt und federführend auch das Projektkonzept entwickelt. Als Projektziel haben wir für dieses Projekt definiert, in Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vorhandene Expertise von staatlicher Seite systematisch und optimal im Sinne einer transparenten
partizipativen und evidenzbasierten Rechtsetzung zu nutzen und diese möglichst frühzeitig, und das ist auch ein Punkt, den wir heute schon aufgehört haben, in den Gesetzgebungsprozess einfließen zu lassen. Ja, und prototypisch wollen wir hier und prototypisch innerhalb von 2 Jahren ein Entwicklungsvorhaben umsetzen, um eben die zielorientierte Kommunikation sicherzustellen. Also Evidenz bildet die Grundlage dieses Prozesses. Und insofern haben wir uns zu Beginn, und da sind wir jetzt mit der Erhebungsphase auseinandergesetzt, und einmal in Verwaltung und Zivilgesellschaft den Status quo erhoben. Ja. Danke. Darf ich kurz einhaken? Ja. aus unserer Sicht, wie sind wir auf dieses Thema gekommen oder wie sind wir auf das GAFA-Lab aufmerksam geworden? Das war eine öffentliche Veranstaltung des Bundeskanzleramts, die Innovate, wo uns dieses Konzept vorgestellt wurde. Und wenn man in einem Dachverband arbeitet, dann weiß man, das wurde heute auch schon gesagt, dass NGOs in sehr vielen Bereichen unglaublich viel Expertise haben. Und man weiß auch, dass diese Expertise von der öffentlichen Hand zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genügend abgeholt wird. Und als wir von diesem GAFLAB Innovationslabor gehört haben, haben wir uns gedacht, das wollen wir. Ja, also wir wollen dieses Projekt, wir wollen dieses Format nutzen, um dieses Thema zu beackern. Und der große Vorteil daran ist, dass wir nicht nur in unserem stillen Kämmerlein als Zivilgesellschaft sitzen und darüber nachdenken, wie aus unserer Sicht Partizipation, Öffentlichkeitsbeteiligung ausschauen soll, sondern dass wir direkt im Dialog mit der Verwaltung schon Maßnahmen entwickeln können. Und um diese Maßnahmen entwickeln zu können, braucht es im Vorfeld eine Konsultation der Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt schon im Bereich Öffentlichkeitsbeteiligung tätig sind, die Stellungnahmen abgeben, zu deren Tagesgeschäft es gehört, an Diskussionen teilzunehmen, sich an Arbeitsgruppen auch in der Verwaltung zu beteiligen etc. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, die ersten 6 Monate, also einen großen Zeitraum, dafür zu nutzen, die Zivilgesellschaft, die organisierte Zivilgesellschaft, zu befragen, wie es ihr mit dem Thema eigentlich geht, wie solche Prozesse stattfinden, wo die Schwächen sind, wo die Stärken sind, ob es Zufriedenheit gibt oder eher weniger. Und es geht aber nicht um die Zivilgesellschaft, sondern auch um die Verwaltung. Und wir halten sehr viel von der Idee, dass wir versuchen, auf die Bedürfnisse beider Seiten Rücksicht zu nehmen und aus dieser Wissenslage heraus neue Instrumente, neue Prozesse zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen und wesentlichsten Punkte beim GAFLAB. Ja. Danke. Welche Bedürfnisse haben Sie identifizieren können? Also einerseits von den Organisationen und andererseits von der Verwaltung. Also vielleicht einmal zu den Ergebnissen, die wir in der Verwaltung aufgrund unserer Umfrage erzielt haben. Wie sind wir dazu gekommen? Das ist nämlich auch nicht unwichtig. Wir haben an alle Bundesministerien zunächst einen Fragebogen ausgesandt, der von 10 Bundesressorts beantwortet wurde. Das war dann die Basis, der Ausgangspunkt für den derzeitigen Verfahrensablauf und weiterführende vertiefende Interviews. Ich muss einordnen zu Beginn sagen, da natürlich die Materien, die Gesetzesmaterien, die Zuständigkeiten in Ressorts durchaus divergierend sind und unterschiedlich, ist es natürlich so, dass jetzt nicht alle Aussagen repräsentativ für die ganze Verwaltung herangezogen werden können. Trotzdem konnten wir einige Kernaussagen sozusagen für uns herausarbeiten, und die Neugier ist groß, insofern spanne ich sie nicht weiter auf die Folter, was die Aussagen betrifft. Zunächst einmal, das haben wir heute schon gehört, aber auch nochmal zur Verwaltung bestätigt von der Abgeordneten Korun, auch der Querschnitt über alle Ministerien zeigt, dass eben der Prozess in den Ministerien gestartet wird. Das heißt, das ist für uns auch der Ansatzpunkt, wo wir die Expertise hineinholen müssen. Ja. Was die Phase der Erstellung von Gesetzesentwürfen betrifft, das heißt, wir nannten es jetzt im Prozess diese Vorbegutachtungsphase, den Prozess der Policy Formulation, ja, so verläuft diese in den Ressorts vollkommen unterschiedlich. Ja. Also es gibt je nach Ressortmaterie eine unterschiedliche Art und Weise, wie Stakeholder hereingenommen werden, welcher Umfang an Stakeholdern, welche Menge. Ja. Die unterschiedlichen Fachabteilungen bedienen sich dabei laut Eigenaussage insofern insbesondere jeder Stakeholder, welche in ihrem Bereich aus ihrer Sicht eine hohe fachliche Kompetenz aufweisen, ja, großes Know-how besitzen und dieses auch sinnvoll in die Verbesserung von Entwürfen auch einfließen lassen können. Natürlich ist das sehr subjektiv in vielen Aspekten. Ja. Die Mitarbeiter, dass dieser Stakeholder wird in diesem Prozess von den Verwaltungsbediensteten als wesentlich erachtet. Einerseits natürlich, um die Expertise reinzuholen, über die auch in den Fachabteilungen Ressorts teilweise nicht in der Breite durchaus verfügt wird. Das heißt, ich brauche da die Expertise des dritten Sektors von Fachexperten und Experten. Andererseits hilft es natürlich auch den Fachabteilungen, mögliche Schwierigkeiten
die im Zuge des Gesetzgebungsprozesses dann auftreten könnten, bereits im Vorfeld sozusagen abzuklopfen. Ja? Das ist, was sich auch herausgestellt hat, ist das die Phase, wo natürlich der meiste Gestaltungsspielraum besteht. Das ist auch ganz klar. Also hier ist der Moment, wo ich das meiste, wo noch relativ viel natürlich undefiniert ist und insofern ist der Gestaltungsspielraum hier relativ groß. Im Rahmen des eigentlichen dann Begutachtungsverfahrens, ja, der auf dem Prozess der Vorbegutachtung und Gestaltungsphase aufbaut, wird dann der Entwurf an eine Vielzahl von Stakeholdern, Wirtschaft, Wissenschaft, Interessensvertretungen ausgesandt. Das ist ein über die Jahre gewachsener Verteiler, wenn Sie so wollen, nicht unbedingt sozusagen den Maßstäben, heutigen Maßstäben, internationalen Maßstäben von Transparenz hier geschuldet. Und hier zeigt sich, dass vor allem die Begutachtungszeit, und das haben wir heute auch schon gehört, ein großes Problem darstellt. Es gibt eine Empfehlung, ja, die lautet 6 Wochen Frist für diesen Zeitraum. Die kann in manchen Fällen, vielen Fällen, in unterschiedlichen Fällen nicht eingehalten werden. Und das macht natürlich auch den Partizipationsprozess schwierig. Ja. Man muss daran denken, dass natürlich auch die Bundesbediensteten, die dann an der Weiterarbeit, an dem Entwurf damit betraut sind, dass diese Zeit, diese Stellungnahmen dann einzufallen möchten und eine kurze Begutachtungsfrist ist, relativ kurz ist, um qualitative Arbeit hier leisten zu können. Und tatsächlich ist man in der Phase dann mit Entwürfen konfrontiert, die bereits sehr final wirken, ja, aber auch natürlich schon sehr und sehr intensiv ausgearbeitet wurden. Das heißt, auch da ist der Gestaltungsspielraum natürlich dann ein Endenwollender und das wird auch in der Verwaltung so gesehen. Aber das bildet eigentlich sehr gut ab, was wir gehört haben, ja, heute im Laufe des Nachmittags des ersten Panels. Ja. Wie wird es weitergehen mit dem Projekt? Ich meine, ich würde noch kurz gern sagen, was von unserer Seite rausgekommen ist bei der Umfrage. Dann beantworte ich gleich die Frage. Es ist, also wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann kann man manchmal schon auch raushören, dass wir Überschneidungen haben, weil ich habe die Formulierung gehört, dass der Verteiler nicht ganz den Maßstäben, den heutigen Maßstäben von Transparenz geschuldet ist oder so irgendwas. Also sowas haben wir, solche Dinge haben wir auch festgestellt. Ich formuliere es jetzt nur ein bisschen anders. Bei unserer Seite, also wir haben einerseits 10 qualitative Interviews geführt und aus diesen qualitativen Interviews Hypothesen abgeleitet. Wie zum Beispiel, es gibt ein hohes Interesse von Seiten NPOs, sich zu beteiligen. Wir wollten herausfinden, sind sie zufrieden, sind sie unzufrieden mit dem jetzigen Prozess oder nicht? Fühlen sie sich integriert oder nicht? Und wir haben auch bei den qualitativen Interviews so von ein paar Hürden gehört. Und die haben wir halt einfach abgetestet in einer Online mit 1000 Beteiligten. Und davon haben, ich glaube, 170 Vertreterinnen haben das dann vollständig ausgefüllt. Und was rausgekommen ist, es gibt von zivilgesellschaftlicher Seite eine recht hohe Unzufriedenheit. Das heißt, 84% sagen, sie sind mit dem jetzigen Status quo, so wie es abläuft, nicht zufrieden. 70% sagen, sie fühlen sich überhaupt nicht einmal integriert. Also sie kommen nicht vor, sie wissen auch nicht wie. Und die Gründe dafür, das sind eben diese Hürden, die wir genannt haben. Und da hat der Alex Grünwald schon eine Hürde angesprochen, die wirklich wesentlich ist. Das sind noch die Fristen, dass es einfach zu wenig Zeit gibt, um Stellungnahmen abzugeben. Eine im Vorfeld schon, eine Hürde, die aber schon davor passiert ist, viele Organisationen bekommen auch gar nicht mit, welche Gesetze jetzt gerade bearbeitet werden, weil sie nicht die Ressourcen haben. Und da bieten eben neue Medien auch Möglichkeiten, einfach die Information besser bereitzustellen. Ich glaube, von der Gabi Gerbersitz haben wir heute über die UNESCO-Kommission erfahren, jetzt ist sich gerade nicht da, dass es da einfach die Möglichkeit gibt, sich auf einen Verteiler einzutragen und dann wird man darüber informiert, was jetzt eigentlich gerade in der Pipeline ist. Und genau sowas wäre oder in diese Richtung gehen könnte, den man auch in Österreich. Also es gibt zu wenig Informationen. Und ein dritter ganz wesentlicher Punkt ist, die meisten haben den Eindruck, dass das, was sie abgeben, und das spiegelt auch die erste Diskussion wieder, dass das nicht gehört, nicht wahrgenommen wird. Also es gibt einfach kein Feedback. Unabhängig davon, ob etwas politisch berücksichtigt wird oder nicht, wäre es einfach notwendig zu erläutern, warum, was wurde eigentlich mit den Beiträgen gemacht. Denn Non-Profit-Organisationen haben auch was anderes zu tun, als Stellungnahmen zu formulieren. Und da wäre es eigentlich nur ein Zeichen der Wertschätzung, auch zu erläutern, was mit diesen passiert. Also das wäre auf jeden Fall ausbaufähig. Was ich auch recht interessant fand über die Informationskanäle, viele NPOs beziehen ihre Informationen tatsächlich aus der Zeitung.
Das heißt, Sie müssen sich über die Zeitung informieren, was jetzt in Ihrem Themenbereich gerade ansteht. Da gibt es definitiv Optimierungspotenziale. Und die Wünsche, die es gibt, sind, also dann, dass wir werden in unserem Projekt natürlich die neuen Medien und Digitalisierung nutzen, um eine bessere Kommunikation zwischen dem dritten Sektor, der Zivilgesellschaft und der Verwaltung zu forcieren. Und da hat uns interessiert, will das der dritte Sektor überhaupt, wollen NGOs das überhaupt? Und auf unserer Seite gibt es da eine recht hohe Offenheit. Also ich glaube 79% sagen, sie haben keine Vorbehalte. Sie haben auch, was den Datenschutz betrifft, nicht mehr Vorbehalte als gegenüber anderen Plattformen. Und sie wären durchaus bereit, über eine Plattform sich an Gesetzwerdungsprozessen zu beteiligen. Und was aus Sicht der Verwaltung da noch dazu zu sagen ist, dass die Bereitschaft und die Grundhaltung, und das kam auch ganz klar raus bei unserer Befragung, in der Verwaltung eine positive ist. Das heißt, die Erkenntnis, dass gegenüber Transparenz, Partizipation, dem Input von Expertinnen und des dritten Sektors großes Interesse herrscht. Ich muss mir aber auch bewusst werden, unter welchen Rahmenbedingungen die Verwaltung arbeitet. Und insofern ist es wichtig, eben alle Gruppen in diesen multidisziplinären und multiperspektiven Dialog hier reinzubeziehen. Ja. Also es wird als sinnvoll erachtet, ja, und es wird auch die Herausforderung gesehen. Ja. Was aber auch ganz wichtig ist zu sagen in diesem Kontext, ja, Verwaltung ist nicht zum Selbstzweck da. Wir sind nicht dafür da, sozusagen selbst zu entscheiden, ist Partizipation gut, ein mehr oder weniger oder schlecht. Ja. Wir sind dafür da, einen politischen Auftrag zu erfüllen, ja, und diesen so effizient und effektiv wie möglich umzusetzen. Ja. Und das war auch die Zielsetzung in diesem GovLab Austria-Projekt, zu sagen, wir bieten nach diesen, du wirst vom Prozess noch sprechen können, aber nach diesen 1,5 Jahren, 2 Jahren des Prozesses einen Prozess an, der Partizipation unter Berücksichtigung der Meinung und der Stellungnahme der Verwaltung, der Zivilgesellschaft, der Politik, der Gesellschaft sozusagen berücksichtigt und der möglichst frühzeitig im Verfahren ansetzt, Partizipation zu eröffnen, aber auch die Tools und Instrumente zur Verfügung stellt. Weil was ist es? Und das haben wir heute auch schon gehört. Und insofern müssen wir das aber mitdenken in dem Prozess und mit berücksichtigen. Wenn ich als Verwaltungsmitarbeiter mit einer Vielzahl an Stellungnahmen konfrontiert bin, brauche ich die Unterstützung, auch die Unterstützung der Technologie, diese Stellungnahmen in den Arbeitsprozess hineinzunehmen. Wenn ich als Referent mit 2000 Einzelstellungnahmen konfrontiert bin, muss ich überprüfen, sind die wirklich ident? Ja? Was steckt da qualitativ für mich drinnen? Das heißt, ich muss dem Mitarbeiter auch das Rüstzeug geben, Zeit und Technologie, um diese Stellungnahmen zu berücksichtigen. Wichtig ist nur zu sagen, in dem Kontext auch, ja? Der Prozess, wie er jetzt dasteht, ja, ist ein Kind seiner Zeit. Ja? Und damals unter Abwägung unterschiedlicher Interessen und alle Interessen sind im Kontext auch gleichberechtigt entstanden. Wir müssen nur schauen, Rahmenbedingungen ändern sich. Wir müssen schauen, wie wir die veränderten neuen Technologien dafür nutzen können, ja, den Prozess neu aufzusetzen. Genau das wollen wir erreichen. Wunderbar. Vielen Dank. Wie geht es jetzt konkret weiter? Also was haben wir für eine Perspektive? Ja, das Ganze ist ja ein Innovationslabor und einer der größten Vorteile ist, dass im Moment nichts in Stein gemeißelt ist. Das heißt, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen, ist, dass es am 23. November einen Stakeholder-Workshop gibt, wo das, was wir erhoben haben, noch einmal diskutiert wird. Wir werden eine Art Anforderungsprofil an einen Prozess erarbeiten und den dort zur Diskussion stellen. Und das Ziel des Ganzen, des Projekts, ist im Wesentlichen, das Oberziel ist, Partizipation und Transparenz voranzubringen. Und das konkrete Ziel ist, ein bis zwei Best-Practice-Beispiele umzusetzen mit Hilfe neuer Technologien und anhand derer dann auch innerhalb der Verwaltung kommunizieren zu können, hier Transparenz und Partizipation bringen auch euch was. Sie bringen uns was, sie bringen euch was. Es ist eine Win-Win-Situation. Versuchen wir das öfter zu machen. Wunderbares Schlusswort. Danke, Romy Grasgruber-Kerl. Danke, Alexander Grünwald. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt jetzt eine Kaffeepause. Sie haben es sich verdient.